Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich für die Einladung zum heutigen Nachmittag, vor allem aber für Ihr Interesse an einer zentralen Frage unseres menschlichen Lebens. Ich werde versuchen, etwas langsam zu sprechen und deutlich zu betonen, um Ihnen, obwohl Sie so gut Deutsch können, das Verständnis nach Möglichkeit zu erleichtern. Wir Menschen unterscheiden uns von allen anderen Lebensformen auf dieser Erde einfach dadurch, dass wir nicht nur auf den Tod hin leben müssen, sondern in jedem Moment wissen, dass der Tod neben uns hockt, manchmal nur eine Handspanne weit entfernt, manchmal eine Elle weit, aber immer gegenwärtig und bereit, uns aus dem Leben zu reißen. Darauf brauchen wir eine Antwort. Und hören Sie bei irgendeiner Gelegenheit einer Rede am offenen Grabe zu, werden Sie merken, wie selbst die Pfarrer hilflos geworden sind bei der Suche nach einem möglichen Trost. Eine Formulierung ist sehr beliebt. Du, der Verstorbene, lebst weiter in unseren Herzen. Das ist zutiefst gefühlt. Wir möchten einen Menschen, den wir lieben, nicht vergessen. Wir können es im Grunde auch gar nicht. Aber kann der andere in uns weiterleben? Wäre das eine Antwort für sein eigenes Dasein? Was wissen wir selber über einen Menschen, der uns nahe stand? Der eigene Mann, die eigene Frau, unsere Eltern. Vieles im Äußeren haben wir erfahren. Aber wer der andere als Person ist, blieb all die Zeit, da wir mit ihm zusammen waren, ein Geheimnis, oft auch ein Rätsel. Nicht zu lösen von uns selber. Außerdem, unsere Erinnerung ist trügerisch. Sie wählt nach Belieben aus und verformt das Bild, das einmal vielleicht der Wirklichkeit hätte entsprechen können. Und wir selber sind sterblich. In Amsterdam, vermutlich schon nach 10 Jahren, wird die Stadt anfragen, ob sie das Grab nicht neu belegen könnte. Der Platzmangel auf den Friedhöfen ist groß. Und wo kein Grab mehr, auch kein Denkmal, keine Erinnerungsstätte, das Vergessen beginnt. Mit einem Wort, du lebst weiter in unseren Herzen, tröstet, genau gesehen, gar nicht. Ein anderer Trost ist uns im Leben. Nächsten Weihnachten kommen die Enkelkinder zu Besuch. Das ist ein wunderbares, denn wir sehen, dass von uns selber im Leben etwas weitergeht. Dieser Trost ist buchstäblich mit den Augen, mit dem Mund, mit den Händen zu fühlen und entsprechend intensiv. Wenn wir gestorben sind, geht doch von uns im Leben etwas weiter, in unseren Kindern, in den Kindeskindern. Es gibt Menschen, die haben keine Kinder und für die ist eine solche Antwort von vornherein nicht gültig. Aber auch für diejenigen, die sich mit Recht freuen über die Kinder, die Enkelkinder, liegt darin keine wirkliche Antwort auf das Problem des Todes. Wir dürfen gar nicht wirklich wollen, dass wir als Personen
in unseren Kindern weiterleben würden. Die Gene setzen sich fort, unbezweifelbar. Aber unsere Person, das, was wir wirklich sind, ist nicht identisch mit unseren Genen. Unsere Kinder haben die Freiheit für ein eigenes Leben und wollen sie haben. Jeder Versuch, sie zu formen, als wären sie wie wir, werden sie beantworten mit Widerstand. Der libanesische Dichter Khalil Gibran schrieb einmal: Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind wie Pfeile, von des Bogens Sehne abgeschnellt, unterwegs in eine Zukunft, die ihr zwar sehen, aber nie betreten könnt. Auch die Hoffnung also, die die Biologie gibt, weiterzuleben in den Kindern, ist trügerisch. Eigentlich wäre der Tod uns kein Problem, hörten wir nur die Naturwissenschaften. In deren Augen ist unser Leben nichts weiter als eine lokale Verdichtung von Energie mit Rückkopplungseffekten, sich bildenden Strukturen, die nach kurzer Zeit sich wieder auflösen. Die Natur bringt uns hervor, die Natur nimmt uns zurück, ohne jegliches Bedauern. Es gilt der erste Hauptsatz der Thermodynamik: Energie wird im ganzen Universum weder vermehrt noch vermindert. Kein Schaden. Unser Tod gibt lediglich die Energie dem großen Austauschring der Natur zurück. Könnten wir wirklich über uns so denken, wäre vielleicht der beginnende Herbst eine poetische Form des Trostes. Nichts vergeht in der Natur. Alles kehrt in gewisser Weise wieder. Im kommenden Frühjahr werden wieder Blumen blühen, werden wieder die Bäume Blätter treiben. Dieses Denken hat die Menschheit über Jahrtausende begleitet in den Vegetationsritualen und Religionen. Die Fruchtbarkeit der Erde sollte die Antwort auch auf den Tod sein. Man verglich unser eigenes Dasein mit den Blumen und den Bäumen und den Tieren. Sie sehen die Adonisröschen zum Beispiel, die Anemonen, im kommenden März, April, in den Frühlingsmonaten. Und die Griechen erzählten dazu die Geschichte der Liebesgöttin Aphrodite, die den schönen Jüngling Adonis liebte, der aber getötet wurde von einem wilden Eber, einem Wildschwein. Das Einzige war das Blut, das auf die Erde tropfte. Und daraus entstanden die neuen Blumen, die Adonisröschen. Weiß aus den Tränen der Liebesgöttin, rot aus dem Blut ihres Geliebten. Viele solcher Geschichten könnte ich erzählen aus dem Erbe der Mythen. Aber auch sie können nicht wirklich trösten über die Trauer des Todes. Die Naturwissenschaft langt nicht aus, denn ein Skandal wird der Tod von uns Menschen einzig durch die Liebe. In der Liebe entdecken wir einen anderen an unserer Seite als unvertauschbar, als einmalig, als etwas in sich Absolutes. Deswegen gibt es keinen Ersatz für den Menschen, den wir lieben, in irgendeinem anderen. Er ist etwas Besonderes in sich selber. Die Natur kann nur die Gattung wiederherstellen, die Art in gewissem Sinne erhalten, auch das nur begrenzt, aber immerhin als ein mögliches Bild. Die Liebe verlangt eine Antwort auf die Individualität
und die Personalität der Existenz. Das haben die antiken Griechen begriffen in einer eigenen Kultform, die sehr wesentlich auch das Christentum mit vorbereitet hat. Und am Rande der Vegetationsriten den gesamten Rahmen der Weltdeutung sprengt. Die Geschichte geht von der Erdgöttin Demeter. Mäter ist Mutter im Griechischen wie im Deutschen und Holländischen. Und der ist identisch mit Erde. Demeter ist die Erdmutter. Sie ist die Schwester auch des obersten Gottes auf dem Olymp, des Gottes Zeus, und hat von ihm eine Tochter, Persephone. Da geschieht es, dass die Göttin Aphrodite darüber nachdenkt. Sie, die Liebesgöttin, beherrscht sogar die Götter auf dem Olymp. Zeus selber ist ein nicht nur rühmliches Beispiel für diese Tatsache, denn er liebt quer durch die Bank, um mich so auszudrücken. Auch auf Erden scheint Aphrodite allmächtig, wenn ihr Sohn Eros mal wieder den Bogen hervorholt. Unwiderstehlich ist im Herzen der Menschen, was dann sich begibt. Aber in der Unterwelt, dort offensichtlich endet ihre Macht und sie möchte nicht länger, dass das so bleibt. Also schießt Eros auf den Gott der Unterwelt Hades, dem blauschwarz behaarten. Den trifft der Pfeil und rasend vor Liebe spannt er seinen Wagen an und findet Persephone, die Tochter der Demeter, ein unschuldiges Mädchen, das gerade Blumen pflückt auf der Wiese. Die reißt er in seinen Wagen und raubt sie hinunter in die Unterwelt. Nur ein Schrei hat Demeter gehört und sucht ihre Tochter. Nebenbei gesagt, sie müssten sich nur einmal vorstellen, was in der Wirklichkeit eine solche Situation bedeutet. Eine Tochter kommt am Abend nicht wieder. 9 Uhr bist du da, haben sie gesagt. Jetzt ist es 10. Jetzt wird es 12. Und mit jedem Pendelschlag der Uhr wachsen die Sorgen. Was wird passiert sein? Demeter geht auf die Suche und fragt den Gott, der alles sehen muss, die Sonne, Helios. Er hält seinen Wagen an und gibt eine fast zynische Auskunft. Er weiß, was geschah. Hades hat die Tochter entführt. Aber soll das so schlimm sein? Jetzt wird Persephone die Herrin in der Unterwelt. Herrscherin, mächtiger als jeder König auf Erden. Das Entscheidende, dass Demeter sich darüber nicht trösten lässt. Und was jetzt passiert, ist das Ende einer ganzen Frömmigkeitshaltung. Demeter, die Erdgöttin, will ihre Tochter zurückbekommen aus dem Totenreich. Und weil Zeus zögert einzuwilligen, geht sie in einen Streik. Die Erde wird keine Frucht mehr bringen, wenn ihre Tochter im Hades verbleibt. Die Bauern mögen ihre Furchen graben in das Erdreich und Samen darauf streuen. Nichts wird wachsen, weil Demeter sich verweigert. Wenn die Menschen hungern, bringen sie den Göttern keine Opfer mehr. Und sie werden es droben auf dem Olymp zu spüren bekommen. Es ist das erste Mal, soweit ich sehe, in der Religionsgeschichte, zumindest des alten Griechenlands, dass man den Tod eines einzelnen Menschen zum Argument gegen die gesamte Natureinrichtung nimmt. Die Kultfeier, die darauf eine Antwort sucht, liegt ungefähr 15 Kilometer nur entfernt im Westen von Athen.
Zu Fuß über die heilige Straße wallfahrtete man nach Eleusis. Das ist der Kultort der Demeter. Denn begangen wird die Einwilligung des Zeus, Persephone müsse zurückkommen. Freilich, weil sie einen Granatapfel aß, muss sie ein Drittel des Jahres denn doch drunten weilen. Nur zwei Drittel auf Erden wird sie der Erdgöttin zurückgegeben. Das sind die alten Bilder des Fruchtbarkeitskultes. Der Zyklus des Jahres, die Wiederkehr der Persephone in Gestalt der Blumen, der Wälder, des Reichtums, der Früchte und der Pflanzen. Dennoch ist der Kult von Eleusis ausgerichtet auf die Frage, die nur die Liebe stellen kann, im Widerspruch zum Tod. Die Rückkehr ins Leben in einer anderen Wirklichkeit. Das ist es, was man feiert. Der Kontrast ist enorm. Um 700 vor Christus hat Homer mit den Helden von Troja die Vorstellung, dass es eine Unsterblichkeit in heroischen Taten gäbe. Achill wird unsterblich sein als der stärkste Krieger vor der trojanischen Feste. Tatsächlich ist uns sein Name heute noch geläufig. Aber wie zwiespältig ist sogar der Nachruf. Euripides wird in seinem Drama die Troerin, die großen griechischen Helden von Troja, darstellen wie Schwerkriminelle, wie Verbrecher, Massenmörder, Frauenvergewaltiger, Kindestöter, Sklavenhalter, unmenschliche Bestien in ihrem Zorn und ihrer Grausamkeit. Was ist dann Achill? Und was mit seinem Nachruf? So dachte man noch um 700 vor Christus, am Ende des dunklen Zeitalters. In Eleusis hat man nicht die Religion einer Oberschicht oder den Zynismus der Herrscher in den Palästen, sondern wirklich eine Frömmigkeit der Bauern, der einfachen Leute vom Lande, die aus dem Fruchtbarkeitskult heraustreten in eine neue Erfahrung. Dichter wie Pindar oder Sophokles werden so sagen, wer Eleusis begreift, weiß, was Unsterblichkeit ist. Es ist das gleiche Bild, das wir im Abendmahl oder in der Eucharistie im Christentum verwenden. Da wird gezeigt, das Brot, die Gabe des Korns oder der Korngöttin Demeter, als ein Bild der Unsterblichkeit. Diese Symbolik stammt ganz und gar aus dem Kult von Eleusis. Und die Erfahrung lautet, wie Heraklit, der Philosoph, sich einmal ausgedrückt hat, Lebende, Sterbende, Sterbende, Lebende. Die Erfahrung der Demeter ist, dass die Liebe sich weigert, den Tod endgültig zu setzen. Dafür eine andere Kultform ist ihnen geläufig aus der Antike, mindestens aus der Oper von Gluck, Orpheus in der Unterwelt. Orpheus war ein bekannter thrakischer Sänger, dessen Geliebte Eurydike in der Brautnacht von ihm gerissen wurde durch den Biss einer Schlange. Er aber ging in die Unterwelt und der Wohlklang der Melodien seiner Leier stimmten alle dort drunten milde und gütig. Hades und Persephone gewährten Eurydike die Rückkehr in diese Welt. Zum Totenkult gehört, dass man sich nicht umdrehen darf, das aber tat aus Ungeduld
oder Särge, Atreus, und so sank Eurydike wieder zurück in das Reich dort drunten. Nach Jahren der Trauer aber wird er selber getötet, und nun begibt sich bei Ovid in den Metamorphosen etwas, das die wenigsten noch über Orpheus wissen, was aber entscheidend ist. Orpheus findet die geliebte Eurydike dort unten wieder. Und nun gibt es keine Trennung mehr. Zur orphischen Religion gehört die Entdeckung, dass es ein Irrtum sei, zu glauben, das Leben vor dem Tod sei das Entscheidende. Selbst wenn ein Arzt eine Rückkehr aus dem Tod oder den Randbereichen des Todes in dieses Leben hinein ermöglichen sollte, wäre es nur ein Aufschub, kurzzeitig, nicht eine wirkliche Antwort. Das Leben danach sei das Eigentliche, so die orphische Religion. So auch die Lehre des Pythagoras, auf die wir nachher vielleicht noch einmal kommen, in einem vollkommen anderen Zusammenhang. Aber ebenfalls von Musik und Himmel wird dann die Rede sein. Was wir vor uns haben, ist eine große Sehnsucht, die zurückgeht über die Jahrtausende. Mythen haben wir im Wesentlichen, seitdem sie aufgeschrieben werden konnten, das ist in Griechenland 700 vor Christus überhaupt erst. Aber die Gedanken, die Erfahrungen sind um Jahrzehntausende viel älter. Die Paläontologen meinen, ein wichtiger Unterschied zwischen Tier und Mensch, neben dem Feuergebrauch, neben der Sprachfähigkeit, sei die Tatsache, dass uns Menschen als Einzigen der Tod zum Problem geworden ist. Identisch ist diese Aussage mit der Entdeckung der Individualität, mit der Ernstnahme dessen, was die Liebe uns lehrt. Dieser eine Mensch an unserer Seite ist unvertauschbar, hat ein Recht auf Einmaligkeit, auf ewiges Leben. Deswegen finden Sie zum Beispiel in Nordeuropa oder in der Heide die großen Gräber in Frankreich, in der Bretagne, die Alleen von Karnak. Finden Sie, wie wir jetzt wissen, in Stonehenge in England ein Woodhenge. Und man glaubt, dass mit den Zyklen der Sonne und des Mondes auch verbunden gewesen sei die Feier des Übergangs aus diesem Leben in jenes Leben, vom Tod in die Ewigkeit. Gedanken der Altsteinzeit sind das schon, die sich fortsetzen in vielen Bildern. Eine Vorstellung ist, versetzt zu werden an den Himmel, ganz buchstäblich. Noch heute Nacht werden Sie, wenn Sie zum Himmel aufschauen, eine ganze Reihe von Sternbildern benennen, nach Heroen oder Gestalten, die hier auf Erden gelebt haben, aber dann versetzt wurden an den Himmel. Herakles gehört natürlich dazu, das Sternbild, aber auch Andromeda und Cepheus und Perseus, und so könnten wir weitermachen. All diese lebten mal auf Erden, wurden dann aber an den Himmel versetzt, und zwar unter den Sternen, die nie mehr untergehen, den Zirkumpolarsternen, haben also Teil an des Himmels Ewigkeit. Ein ganz wichtiges Bild, von dem wir denken müssen, dass es mehr als 100.000 Jahre alt sein dürfte. Der Kult des Bären zum Beispiel bestimmt uns, dass wir ein Sternbild am Himmel mit dem großen und dem kleinen Bären bei den Griechen, den Wagen, eiszeitlich aber mit dem Bären verbinden. Auch dazu gibt es Geschichten noch in Sibirien, die im 20. Jahrhundert überliefert wurden und die zeigen, wie der Bär an den Himmel kommt, als ein göttliches Wesen, schon in seiner Größe und Kraft den Menschen haushoch überlegen. Er gibt sich zum Opfer, damit die Menschen existieren können, so sind die Vorstellungen.
Andere Bilder sind uns vor allem katholischerseits noch in den Riten gegenwärtig. Ein Bild der Unsterblichkeit in der Steinzeit, ganz sicherlich, war das Feuer. Der Feuerraub dürfte die älteste Mythe überhaupt in der Geschichte der Menschheit sein. Prometheus bei den Griechen bringt den Menschen in der Kälte und im Dunkeln das Feuer der Götter. Ein Diebstahl, denn Zeus wollte die Menschen bestrafen. Der Titan Prometheus schützt sie davor und leidet für die Menschen später selber. Im Feuer haben sie ein reines Wunder, dass sie das Toteste, was es geben kann, Gestein, zusammenschlagen und entlocken ihm einen glühenden Funken. Und wenn sie das Allertoteste, trockenes Holz, Laub, das verdorrt ist, daran halten, atmen darüber und machen es geschickt genug, wird aus dem Stein Feuer werden, Licht, Wärme, züngelnde Flamme, etwas, das so dicht dem Leben selber voranscheint, dass der Übergang vom absolut Toten in dieses Wunder begriffen würde als ein Bild der Unsterblichkeit. Daran liegt es, dass wir in der Osternacht katholischerseits dieses Bild konservieren. Es liegt an der Faulheit der Pasteure, dass es gar kein Bild mehr ist. Die Vorschrift lautet, der Pastor in der Osternachtfeier, also Karsamstag, um 12 Uhr nachts am besten, wieder aus Faulheit, aber schon um 8 Uhr abends, soll aus Stein Feuer schlagen. Wir müssten ihn jetzt also sehen, mit Feuerstein, mit Silex, wie vor Hunderttausenden von Jahren. Seit die Menschen die Kunst gelernt haben, Feuer selber zu machen, nicht nur aus Steppenbränden und aus Vulkanresten sich zuzueignen. Die Faulheit ist, man nimmt ein Feuerzeug, dann hat man auch einen Stein und hat es im Handumdrehen. Aber das ist kein Symbol mehr. Es liegt da drin nicht mehr die Angst, die Ungewissheit, das Hoffen und die Einprägsamkeit eines großen Bildes im Erbe von Jahrhunderttausenden. Andere Bilder können wir rascher abhandeln, dass die Sonne aufgeht und untergeht, im Jahreszyklus hochsteigt im Sommer, abflacht auf der Nordhalbkugel im Winter. All das wurde in Stonehenge und tausende von Jahren vorher, in Goseck zum Beispiel, in Holzheiligtümern dargestellt. Der Mondzyklus war ein solches Symbol, dicht verbunden mit der Fruchtbarkeit der Frauen. Kein Mensch bis heute kann erklären, warum der Mondzyklus identisch ist mit dem Zyklus einer Frau. Offenkundig hat sich das in irgendeiner Weise arrangiert. Manche meinen tatsächlich, die Frauen hätten bei Vollmond alle zusammen getanzt und das hätte ihren Zyklus organisiert, rein rhythmisch und in Gemeinsamkeit. Das sind Hilfsantworten statt einer Erklärung. Die Tatsache besteht, so wie der Mond wächst und vergeht und ein Zeichen ist für das Kommen und Verschwinden des Lebens, so im Leibe jeder Frau wird geboren, Leben und Sterblichkeit. Diese Bilder alle sind uralt und nun haben sie einen ganz großen Zyklus sogar zum Schoß der Erdgöttin selber. Alles läuft in den Bildern vereinbar zusammen. In der Art könnten wir stundenlang weiterträumen aus dem Erbe der Religionsgeschichte. Sie aber sind längst ungeduldig und sagen, wir wollten nicht hören nur von Unsterblichkeit, sondern Himmel und Hölle. Das ist ein anderes. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass man in der Steinzeit sich ganz große Gedanken gemacht hat, wie man im Jenseits weiterleben wird. Die Antwort war sehr einfach, so wie wir hier leben. Deshalb wurde den Verstorbenen Bier mitgegeben, Brot, die Waffen, die Kleidung,
damit sie gut versorgt so weiterleben können, wie wir hier auf Erden. Eine Religion hat einen gewaltigen Unterschied hineingebracht in diese Art zu denken, vielleicht aber auch nur gesammelt, was in der Steinzeit, ohne dass man es aufschrieb, bereits angelegt war, das antike Ägypten. Durch die Hieroglyphen 2500 vor Christus bereits, länger vor Christus als wir danach, können wir in den Pyramidentexten lesen, wie man dachte, über unser Schicksal im Tod und nach dem Tod. Und es verbindet sich mit einem zentralen Gedanken. Wenn wir sterben, so die ägyptische Auskunft, wird über das, was wir gewesen sind, Gericht gehalten werden. Die Idee ist fast wie selbstverständlich. Jede menschliche Gemeinschaft hat ihre Ordnung, kennt bestimmte Normen des Zusammenlebens. Nun aber kommen die Sozialpsychologen und sagen, Normen haben gerade so viel an Kraft und Bedeutung wie an Belohnung und Strafe auf ihren Einhalt und ihre Übertretung gesetzt wird. Lohn und Strafe sind verbunden mit der Stabilität der Rechtsordnung im Zusammenleben. Das alte Ägypten war zum ersten Mal parallel zu den Sumerern und den mesopotamischen Kulturen eine staatliche Organisationsform. Und sie hatte eben deswegen eine eigene Gerichtsbarkeit. Es wird jetzt nicht mehr nur gestraft wie sonst, dass man jemanden, der sich vollkommen daneben benimmt, ausstößt. Man sitzt nicht über ihn zu Gericht. Im Zusammenleben selber drückt man ihn an den Rand oder drückt ihn hinaus oder hat eigene Formen, die Sache in die Hand zu nehmen. Jetzt haben wir so etwas wie das Gewaltmonopol des Staates. Eine zentrale Gerichtsbarkeit. Klare Statuten, was Belohnung ist und was Bestrafung ist. Mitmal ist es nicht mehr nur die Frage, ob wir weiterleben, sondern wie wir gelebt haben, entscheidet darüber, was aus uns wird. Ein ganzer Katalog von Fragen wird im Totengericht aufgezeichnet und durchgegangen. Sie müssen sich die Szene vorstellen. Da steht ibisköpfig, also mit so einem langen Schnabel, ein Gott, der schreibekundig ist, der Gott Tod, T-H-O-T, geschrieben. Und notiert die Fälle, was gewesen ist und wie entsprechend den Fragen die Antworten des Verstorbenen sein werden. Diese Vorstellung muss ich nur erwähnen und Sie verstehen, dass wir sie nicht losgeworden sind im Christentum. Über einen gewaltigen Zeitraum, über die Griechen und die Römer, geht das direkt ins Christentum. Das ist das Buch des Lebens, von dem Sie sicher mal bildhaft gehört haben. Wenn Sie sich noch ans mittelalterliche Liedgut erinnern, zum Beispiel am Tage aller Heiligen und aller Seelen, jetzt am 2. November, ist das Dies Irae ein solches mittelalterliches Lied. Tag des Zornes, Schreckenstunde, flammend geht die Welt zugrunde, nach Sibyl und Davids Munde. Und ein Buch wird aufgeschlagen. All darin sind eingetragen deine Sünd aus Erdentagen. O, was werd ich Armer sagen, wenn Gerechte selbst verzagen? So geht das weiter auf Lateinisch und auf Deutsch. Ein Buch wird aufgeschlagen. Die Vorstellung ist geblieben, bildhaft natürlich, dass im Himmel, bürokratisch beinahe, alles, was wir getan haben, protokolliert wird. Diese Idee stammt von den alten Ägyptern, denen wir die Schreiben überhaupt verdanken. Sie waren ganz große Bürokraten, das muss man sagen.
und über alle Maßen stolz auf eine Schriftkunde, die ein Verwaltungsapparat aufbauen konnte. Damit der Schrecken vor dem Totengericht nicht zu groß wurde, gab es magische Formeln, die man kennen musste, um im Totengericht nicht verurteilt zu werden. Die Fragen selber aber sind außerordentlich feinnervig. Zum Beispiel musste man sagen können im Totengericht: Ich habe keinen Menschen weinen gemacht. Ich habe einem Baby die Milch nicht verweigert. Ich habe einem Fahrzeuglosen das Boot am Uferrand nicht versperrt. Mit anderen Worten, ich habe niemals unnötig und absichtlich Leiden zugefügt. Die Sensibilität der Ägypter geht sogar so weit, dass auch die Verantwortung den Tieren gegenüber mit ins Totengericht genommen wird. Um 2400 vor Christus in der Pyramide des Unas wird der Pharao, Unas eben, befragt. Liegt gegen ihn protokollarisch eine Anklage vor von Seiten einer Gans? Liegt gegen ihn eine Anklage vor von Seiten eines Esels? Und so geht das weiter. Und wehe dem Pharao, wenn er einem Vierbeiner oder Zweibeiner unter den Tieren unnötig Leid zugefügt hat. Im ganzen christlichen Abendland haben wir uns eine Verantwortung den Tieren gegenüber völlig abgewöhnt. Dass die Tiere Anklage erheben könnten gegen den Menschen, ist uns im Abendland ein Ungedanke. Völlig unmöglich, aber zu lernen bei den Ägyptern. Vollkommen an der Bibel vorbei, die all dies nicht rezipiert hat, gibt es denn doch in der apokryphen jüdischen Literatur im slawischen Henochbuch eine solche Stelle, wo im Totengericht die Tiere kommen und sind eigene Subjekte, die Menschen anzuklagen für alles, was ihnen an Leid zugefügt wurde. Wenn das die Zukunft ist, dann hätten wir unsere Generation eine ganze Menge zu erwarten. Das stand gerade vor ein paar Tagen in der Zeitung: Die letzten 30 Jahre haben dahin geführt, mehr als 50% aller Wirbeltiere auf diesem Planeten auszurotten. Sie existieren nicht mehr. Bis 2030, was ja nicht sehr lange ist, obwohl ich es wahrscheinlich nicht erleben werde, werden wir vermutlich nochmal 30% aller Wirbeltiere ausgerottet haben. Schon in 10 Jahren wird es die Primaten freilebend außerhalb von zoologischen Gärten nicht mehr geben. Sie merken, dass eine solche Idee, das Totengericht, die Gerechtigkeit, Lohn und Strafe für Verdienst und Missetat etwas sehr Wichtiges ist, um unser Leben zu ordnen. Dabei ist ein Bild, das ebenfalls ins Christentum gekommen ist, die Göttin der Wahrheit und der Weltordnung selber, Ma'at, schwarzhaarig und schöngestaltig, hält in der Hand eine Waage. Und auf den beiden Waagschalen wird gegeneinander gewogen. Das Herz eines Menschen und eine Feder aus dem Haar der Göttin Ma'at. Und nun wird geprüft, ob das menschliche Herz so leicht ist, dass es die Feder der Ma'at nicht empordrückt. Das Herz muss so unbeschwert sein, dass es eigentlich noch leichter ist als die Feder der Göttin Ma'at. Nur wer so leicht gelebt hat, wird eingehen, unmittelbar, in die Herrlichkeit, würden wir sagen, in ein Leben reiner Freude, so wie man es auf Erden sich nur vorstellen kann. Für die Ägypter war alles, was hier schön ist, noch einmal an den Himmel verlegt,
Da droben, zum Beispiel im Band der Milchstraße, floss wieder ein ewiger Nil und an seinen Ufern gingen die Kinder in die Schule, die Bauern aufs Land. Alles kehrte wieder gespiegelt in der anderen Welt, wenn man recht gelebt hatte hier auf Erden. Wer das nicht getan hat, dem allerdings steht unterhalb der Waage bereits ein krokodilköpfiges, löwenleibiges, stark kralliges Ungeheuer, ein Mischwesen, zu Füßen, bereit, den Verurteilten zu zerreißen und zu zerfressen. An der Stelle kommen wir unmittelbar in die Höllenfantasien, die nirgends so groß ausgesponnen worden sind als im antiken Ägypten. Es sind vor allem zwei Vorstellungen, die entsetzlich für die Ägypter sind. Sie wissen vielleicht von ihnen, haben aber die Bedeutung dessen sich noch nicht genügend klar gemacht, welch großen Wert man im antiken Ägypten darauf legte, den Körper zu erhalten, zu mumifizieren, den Körper zu bewahren vor dem Verfall, buchstäblich vor der Vergänglichkeit seiner Zersetzung. Die Kunst war hochentwickelt und setzt uns in den Stand, vor ein paar Jahren noch, an den Mumien herauszufinden, ob Tutanchamun zum Beispiel der Sohn der Nofretete ist. Und wir können durch genetischen Vergleich zeigen, dass er es nicht ist. Da sind über mehr als 3400 Jahre genetische Informationen durch die ägyptische Technik der Mumifizierung uns erhalten geblieben. Sonst in keiner Weise. Die Angst vor dem körperlichen Zerfall ist für jeden, der mit Sinnen in ein Grab hineinschaut, eine entsetzliche Vorstellung. Und dagegen kämpfte man an. Der Zerfall des Körpers beweist gewissermaßen die Endlichkeit, die Zerstörung von allem. Dass dies nicht der Fall sei, wollte man verhindern, indem man die Pyramiden und die Mumifizierung einsetzte als eine gigantische Technik, eine Transmission vom Diesseits ins Jenseits. Wohlgemerkt, parallel gibt es dazu auch im alten Ägypten die Vorstellung, dass im Moment des Todes die Ba-Seele, einem Vogel gleich, mit dem Gesicht der Person, sich aus dem Körper erhebt und zum Himmel fliegt, unter die Sterne, zu ihrer Heimat. Dann kommt sie manchmal den Körper noch besuchen, aber sie führt eigentlich ein eigenes Leben, unabhängig von der körperlichen Existenz im Grabe. Diese Vorstellung ist ebenfalls uns kirchlich nicht unbekannt. In der katholischen Kirche haben wir zum Beispiel die Praxis eines 6-Wochen-Amtes. Das heißt, 6 Wochen nach dem Tod eines Angehörigen wird für ihn zum Gedenken eine eigene Messfeier gelesen. Das hat zu tun mit der altägyptischen Vorstellung, dass nach 6 Wochen die Seele zurückkehrt zu ihrem Körper. Eigentlich müsste die Messe jetzt gelesen werden auf dem Friedhof. Seele und Körper bleiben irgendwie miteinander verbunden, aber irgendwie bedeutet, dass wir es mit Bildern zu tun haben. Die schlimmste Vorstellung von der Hölle ist zuerst und ursprünglich die Zerstückelung des Körpers für die Ägypter. Das wird breit ausgesponnen. Es gibt einen Messersee zum Beispiel. Die Verdammten werden da hineingeworfen und zerschnitten, zerstückelt, zerhackt, ganz furchtbar. Das Schrecklichste, was man sich denken kann. Oder es gibt einen Feuersee, da werden sie hineingeworfen. Das ist das Ursprungsbild für das, was wir in der Höllenvorstellung im Christentum übernommen haben. Da soll es heiß sein, da soll Feuer brennen, aber eines, das den Körper nicht verzehrt, sondern das Leiden geht endlos weiter. Und das sei die Bestrafung. Geknüpft wird das auch an die Vorstellung, dass diese Strafe unendlich sei, so wie das Leben selber unendlich ist.
Man hat eigentlich damit schon den Rahmen, über mehr als 2000 Jahre vor dem Christentum sich über Himmel und Hölle einigermaßen in den Bildern sich zu verständigen. Hinzu kommt eine Komponente, die wir nicht aus Ägypten haben, sondern aus Persien und in anderer Variante aus Griechenland. Zur Hölle gehört der Teufel. Für die Ägypter nicht nötig. Sie kannten in dem Sinne keine Dämonen. Die Fresserin Amit war vollkommen genug als Symbol. Aber die Perser hatten die Vorstellung, dass es zwei Reiche gibt. Eines des guten Gottes Ahura Mazda und eines des bösen Gottes Ahriman. Und beide haben eine Geisterwelt unter sich, die sie gebieten, ständig im Kampf gegeneinander. Deshalb gibt es auf Erden Gutes und Böses. Aber die Teufel werden über die Bösen herfallen, später zur ewigen Quälerei. Das sind Gedanken, die aus der Religion des Zarathustra spätestens im 6., 5. Jahrhundert irgendwie auch nach Israel gekommen sind. Man beginnt in der biblischen Religion an Geister, an Engel, ja, und irgendwie sogar an Teufel zu glauben. In Griechenland hat man die Vorstellung, dass es machtvolle Wesen gab, die Titanen, die Giganten, die von den Göttern in den Tartarus geschleudert wurden. Das entspricht ungefähr der christlichen Vorstellung, denn da drunten sind sie nicht friedlich, sie rebellieren. Einer der großen Giganten ist zum Beispiel Enceladus. Den haben sie nach Sizilien in die Erde gesteckt. Und jetzt bewegt er sich, schnaubt mitunter, und das weiß jeder auf Sizilien, der Ätna als Vulkan regt sich mal wieder und speit Lava. In der Unterwelt also sitzen gigantische Kräfte, die nur mühsam beherrscht werden. Und in der Unterwelt, unterhalb all des Feuers, das da ist, der Schwefel, der da ist, das macht die Höllenfantasien natürlich sehr anschaulich. Da sind jetzt die Titanen und Giganten, da ist Feuer, da ist Schwefel, das Bild wird immer vollständiger. Und da zur Strafe hinein kommen diejenigen, die es nicht besser verdient haben, scheinbar. Strafe muss sein und Belohnung auch, damit bleibt die bürgerliche oder staatliche Ordnung intakt. Eine Mythe muss ich dabei noch erwähnen. Es gab in Kanaan die Vorstellung vom Sturz des Morgensterns. Der Morgenstern, das ist der Stern Venus oder vielmehr der Planet Venus. Er ist identisch, der Abendstern genauso wie der Morgenstern. Für uns die Venus, die Liebesgöttin. In der Antike war der Morgenstern der Lichtbringer. Und so heißt er lateinisch Luzifer. Erzählt wird von ihm, dass er sich seiner Schönheit wegen gerühmt habe, unter allen Gestirnen der Schönste zu sein. Und dafür wird er bestraft, indem die Sonne kaum, dass sie aufgeht, Luzifer in die Nacht verbannt, ihn vom Himmel stürzt ins ewige Dunkel. Dann steigt er wieder auf in der Nacht, aber am Morgen wird die Sonne ihn hinabstürzen. Daran liegt es, dass wir den Teufel, den obersten der Teufel, mit dem Namen Luzifer bezeichnen. Eine Stelle im Buche des Jesaja greift diesen alten kanaanäischen Astralmythos auf. Wir könnten von diesen Bildern jetzt wieder endlos zusammenfügen. Wir müssen, damit es uns selber erreicht und wir mal verstehen, was uns all diese Bilder der Vergangenheit angehen, in christlicher Absicht, geschwind auf den Zeitpunkt kommen, in dem in der Bibel sich vorbereitet, was im Neuen Testament in der Botschaft Jesu tief verankert ist. Wir können den Zeitraum relativ klar bestimmen. Israel, eigentümlicherweise die Religion der Bibel, ist unter allen, jedenfalls mir bekannten Religionen, die einzige,
die über die größte Zeit ihrer Erstreckung hin sich mit der Frage, was mit dem Einzelnen im Tode wird, sich kaum beschäftigt hat. Genau betrachtet gar nicht. Die klassische Hoffnung der Bibel lautet, dass wir als Volk, als auserwähltes Volk, als jüdisches Volk hinausleben auf den Messias. Alle Hoffnung in der Bibel ist als erstes kollektiv und national gebunden. Und der einzelne Teil in der großen Bewegung des Flusses, mit dem der Jordan zum Toten Meer fließt, gewissermaßen. Offensichtlich war das für Israel erst einmal genügend. An eine jenseitige Welt mit Geistern, mit Teufeln und Engeln und Ahnen und unsterblichen Seelen zu glauben, schien der Eindeutigkeit der Yahweh-Religion zu widersprechen. Ahnenkult gab es, Götterverehrung gab es und jedenfalls die strenge biblische Religion weigerte sich, davon irgendetwas aufzunehmen. Im Volk glaubt man daran, als Saul zum Beispiel in der Schlacht gegen die Philister nicht weiß, was er tun soll, sagt man ihm sogar am Hofe, es gäbe eine weise Frau, eine Hexe, im Gebiet des Dorfes Endor, die könne Geister beschwören. Und das tut sie, sie ruft aus der Unterwelt den Geist des Samuel empor. Im Volk glaubt man all das, aber die Bibel weigert sich damit, etwas zu tun zu haben. Sie nennt Saul sogar verflucht deswegen, weil er die Hexe eingeladen hat, den Geist des Samuel aus der Unterwelt zu holen. Man soll das nicht. Es ist gefährlich, offenbar für die Yahweh-Religion solche Inhalte zu akzeptieren. Die Lage ändert sich um 165 vor Christus. Es ist, dass der syrische König Antiochus Epiphanes IV., einer der Nachfolger Alexanders des Großen, ein Seleukider also, ein Reich von Syrien her aufbaut, das bis nach Ägypten geht. Kurzlebig, aber mit einer eigenen imperialen Ideologie. Damit ein solch großes Reich verschiedener Kulturen beherrschbar ist, müssen die Untertanen sich auf ein paar Essentials einigen. Also verfügt Antiochus Epiphanes IV. Über die Hebräer, dass sie ihre Sonderreligion aufgeben und so denken, wie man im Hellenismus allgemein glaubt und lebt und nicht ständig Sonderregeln beanspruchen. Damit dies durchsetzbar ist, verwüstet er den Tempel, schafft damit enormen Widerstand natürlich in der jüdischen Bevölkerung und wie wenn er es absichtlich auf die Spitze treiben wollte, er setzt unter Todesstrafe fest, dass Juden Schweinefleisch essen müssen. Das ist so viel wie der hergebrachten Frömmigkeit abschwören. Und wer so nicht tut, wird bedroht mit der Todesstrafe des syrischen Königs. Sie haben zum ersten Mal eine Situation, in der es nicht einfach mehr genügt, zu sagen, wir sind Teil des jüdischen Volkes. Wir haben eine Hoffnung, dass uns der Messias kommt. Wir sind stolz auf die Größe, die Gott uns verheißen hat. Plötzlich ist es nicht die Frage, gehörst du dem jüdischen Volk an, sondern lebst du als Individuum entsprechend den Gesetzen des Moses? Das steht zur Frage. Mit Mal ist Jude sein eine Herausforderung auf Leben und Tod. Und deswegen zerbricht die gesamte Hoffnung, die man in die menschliche Geschichte hineinlegt. Alles, was kommt, was die menschliche Geschichte aus Israel macht, kann kein Trost sein für die Frage, wie lebe ich heute als Jude, entsprechend den Gesetzen. Es gibt eine Gruppe strenggläubiger Juden, die lieber in den Tod geht, als sich zu fügen dem Diktat des Königs. Und jetzt zum ersten Mal beginnt man in Israel
aufzunehmen, was im alten Griechenland, im alten Ägypten längst vorbereitet ist. Den Glauben an eine Gerechtigkeit im Tod. Man tut das auf jüdische Weise, nicht philosophisch, nicht mythologisch. Man sagt sich einfach, Menschen, die Gott treu sind, werden von Gott im Tode nicht allein gelassen. Zu denen ist Gott seinerseits treu. Das ist das eine. Damit es überhaupt ein Motiv ist. Man könnte ja genauso gut Fleisch essen, was kommt denn darauf an? Schweinefleisch oder Rinderfleisch, was ist das für ein großer Unterschied? Die Väter haben das verfügt. Ja nun, an Schweinefleisch stirbt man nicht. Aber wenn man es nicht isst, wird man sterben, weil in Syrien König Antiochus es so befiehlt. Wenn man überhaupt nur lebt ein paar Jahrzehnte, warum soll man dann nicht einmal Schweinefleisch essen? Ich frage Sie, was hängt davon ab? Wenn man es nicht tut, braucht man eine Hoffnung und eine Zuversicht, die anders sind, als du möchtest möglichst lange leben, möglichst gut leben, möglichst dein Auskommen mit allen haben. Die gesamte Tradition steht plötzlich radikal in Frage. Und die Leute im Kreise der Makkabäer, benannt nach Judas Maccabi, das ist der Hammer, Makkabäer, eine Widerstandsbewegung, die sich später dann auch durchgesetzt hat gegen die syrische Verwaltung und Kolonialregierung, die erklären, dass im Tode Gott diejenigen aufnehmen und belohnen wird, die ihm treu sind. Und das ist der eine Teil. Der andere Teil, damit das gerecht zugeht, besteht in der Vorstellung, dass die anderen, Antiochus selber und alle, die vom Glauben abfallen, entsprechend bestraft werden. Sie haben zum ersten Mal, dass der Begriff der Gerechtigkeit völlig individuell, personell und eben deshalb sich verbindet mit der Vorstellung von Belohnung und Bestrafung aus den Händen Gottes. Das, was im alten Ägypten Jahrtausende lang geglaubt wird, dringt jetzt als persönliche Erfahrung in Israel ein. Und ich muss es ein bisschen kurz machen. Aus den Makkabäern geht mittelbar hervor die Bewegung der Pharisäer. Und ihr gehört der Mann aus Nazareth an, den wir den Christus nennen. Er lebt in der Bewegung der Pharisäer und glaubt wie sie. Also, dass im Tode Gott Gericht hält über uns, was aus uns werden wird, für Himmel und Hölle. Wie stark jetzt plötzlich aus dem alten Ägypten Gedanken nach Israel einströmen, können Sie in einem kleinen Beispiel sehen. Sie alle kennen die Erzählung aus dem Lukas-Evangelium vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Der reiche Prasser lässt vor seiner Haustür einen armen Mann buchstäblich verelenden, mit Schwüren geschlagen, hungernd, die Hunde lecken seine Wunden, und dem reichen Mann ist das alles vollkommen egal. Die Aussicht, die Jesus nun beschreibt, ist, dass der Arme, Lazarus also, im Schoße Abraham sitzen wird nach seinem Tode, wohingegen der reiche Prasser ins ewige Feuer gestoßen wird, Durst leiden wird und ständig sieht, wie es Lazarus gut geht. Diese Geschichte, die Jesus da erzählt, greift ein altes ägyptisches Märchen auf. Um 400 vor Christus hat sich im alten Ägypten etwas im Verlauf von Jahrhunderten und Jahrtausenden Entscheidendes getan. Ich sagte noch, dass am Anfang mit rituellen Formeln man im Totengericht zu Rande kommen kann. Priesterweisheit, Ritualmagie, eine objektive Frömmigkeit in Zeichen und Symbolen steht am Anfang. Auch die Wichtigkeit, wie das Grab eingerichtet wird. All das hat in Ägypten im Grunde die Zeit überdauert
Das Pharaonenreich wird abgelöst durch Alexander den Großen, durch den Hellenismus. Man behält die großen Ideen immer noch auf, aber man braucht eigentlich nicht mehr zentral den Pharao. Das machen jetzt die Ptolemäer, griechisch sprechende Verwaltungsbeamte also, die über Ägypten herrschen. Es privatisiert sich die alte Religion des Gottes Osiris und der Isis. Und immer persönlicher wird auch das Totengericht. Es ist nicht mehr entscheidend, wie man beerdigt wird, wie reich das Grab ausgestattet wird, denn das würde ja die Ungerechtigkeit der Verteilung der Güter auf Erden nur verewigen. Die Frage ist, wie hat man gelebt? Das wird moralisch bewertet. Und da wird erzählt, wie der Sohn eines Mannes, der heißt wie der Gott der Unsterblichkeit, Osiris, von seinem Vater einmal gefragt wird, wie es möglich sei. Ein reicher Mann wird prachtvoll beigesetzt und ein armer Mann, der gut gelebt hat, wirklich fromm war, verscharrt wie bedeutungslos. Und der Sohn des Osiris nimmt seinen Vater und zeigt ihm das Jenseits. Und da wird es sein, dass der Reiche nur mal für eine Wohltat, die er doch vollbracht hat, belohnt wird mit einem prachtvollen Begräbnis, aber danach in Ewigkeit gequält wird. Die Tortur ist schrecklich. Man hat in seine Augen, in seinen Schädel eine Drehtür hineingeschraubt und immer, wenn die sich bewegt, frisst sie sich weiter in seinen Schädel und so weiter. Schreckliche Dinge wieder von Zerstückeln und Zermartern. Die Höllenfantasien der Ägypter hatten schon, was zum Namen passend ist. Diese Geschichte greift Jesus selber auf, im Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus und in einer anderen Geschichte vom Gastmahl. Die beiden Geschichten gehören eigentlich zusammen. Die alte Erzählung war einmal ganz ähnlich. Ein frommer Schriftgelehrter wird armselig verscharrt und ein reicher Mann, ein wirklicher Gauner, großartig beigesetzt. Das kann nicht gerecht sein, fragen die Schüler. Und die Antwort ist dann: Dieser Reiche hat einmal etwas Gutes getan. Das ist jetzt die Geschichte vom Gastmahl. Er hat sich emporgearbeitet, ist etwas geworden und lädt jetzt ein. Er will mit dazugehören bei den angesehenen Leuten am Ort. Und die sagen alle, mit ihm haben wir nichts zu tun. Das ist ein Emporkömmling, der wird nie wie wir. Aus lauter Ärger darüber, dass der reiche Mann mit seiner Einladung einen Korb nach dem anderen bekommt, fordert er dazu auf, die Bettler, das Gesocks von der Straße und den Marktplätzen bei sich neu einzuladen. Hinter den Gardinen sagen sie jetzt, da gehört er hin, da ist er hergekommen. Aber es war eine Wohltat. Einmal hat er die Bettler am Ort und alle Außenseiter gratis gespeist mit seiner Einladung. Gott macht das rasch ab, für das gute Werk eine gute Bestattung, um danach ordentlich mit der Strafe zu beginnen. Diese Erzählung nimmt Jesus auf und er denkt ohne Problem, auf pharisäischem Hintergrund, wie die alten Ägypter auch. Er hat kein Problem, die Erzählung von der pharisäischen Tradition in seine Verkündigung zu integrieren. In zwei Geschichten. Bis dahin hätten sie Himmel und Hölle als eine klare dogmatische Tatsache. Und so wird sie geglaubt und verkündet in den christlichen Kirchen bis heute. Und man beruft sich auf Jesus, dass es anders gar nicht sein kann, denn sogar in seinen Gleichnissen klingt es so, hat eine Riesentradition, wie ich Ihnen schon sagte, bei den Ägyptern, den Makkabäern, den Griechen. Also was kann man dagegen sagen? Das Entscheidende ist, dass die Zweiteilung der Menschen nach Gut und Böse rein moralisch so nicht funktionieren kann. Und dass man sogar im Kern Jesus völlig falsch versteht, wenn man ihn in dieser Weise dogmatisiert.
Was Jesus sagen wollte, ist nicht einfach, es gibt den Himmel und es gibt die Hölle. In der Geschichte vom reichen Prasser und dem armen Lazarus will Jesus warnen davor, dass man so hartherzig wird, kein Mitleid mehr zu besitzen. Genau gesprochen will Jesus nicht sagen, ein solcher Mensch kommt in die Hölle. Man müsste sagen, er zeigt, in welch einer Hölle er lebt. Ob diese Hölle jetzt aus feuriger Gier, Geldgier und Geiz besteht, oder ob sie eiseskalt ist wie in Dante, im Inferno, sind wieder Bilder, die gegeneinander austauschbar sind. Mitleidlosigkeit, die keine Tränen mehr kennt. Gefühllosigkeit, die keine Mitmenschlichkeit mehr zulässt. Einsamkeit also, die keine Gemeinsamkeit erlaubt. Das alles sind Bilder der Hölle, wenn wir sie wirklich nehmen. Und davor warnt Jesus mit solchen mythischen Chiffren aus der Tradition. Ganz ähnlich, wenn Sie im 25. Kapitel bei Matthäus hören, in dem Gleichnis von den verschiedenen Talenten. Da ist ein Mann, der nur ein einziges Talent bekommen hat, ein anderer bekommt 4, noch ein anderer 5 Talente. Der Mann mit dem einen Talent sagt sich, dass er im Vergleich zu den anderen gar keine Chance hat. Er muss es gar nicht erst versuchen. Vergräbt das eine Talent und tut gar nichts mehr. Aus Resignation, Minderwertigkeit und Verzweiflung. Und dann sagt Jesus, wenn der Herr wiederkommt, wird er das nicht verstehen. Dass man aus lauter Angst das Leben verweigert, statt es zu riskieren, ist das Einzige, was Gott nicht versteht. Darauf im Bilde jetzt des Matthäus steht mal wieder die Höllenstrafe. Was Jesus mit solchen Bildern will, ist Angst machen vor einem Leben, das aus lauter Angst selber sich vollkommen frustriert. Es ist ein fast verzweifelter Versuch, die Angst vor dem Leben umzukehren. Auch in den Worten Jesu wird das mal gesagt. Ich will euch zeigen, denjenigen, den ihr wirklich fürchten müsst, denjenigen, der die Macht hat, nach dem Tode euch in die Hölle zu stoßen. Das sollt ihr fürchten. Es geht dabei nicht um eine ewige Bestrafung im Jenseits. Es geht darum, Gott ernst zu nehmen. Und dass Jesus die Zweiteilung im moralischen Sinn von Gut und Böse selber nicht verkündigen will, können Sie an seiner Grundeinstellung sehen. Ständig versucht er Menschen, die verstoßen wurden, die zu Sündern erklärt wurden, zurückzuholen und zu retten. Im Johannesevangelium steht das sogar wörtlich: Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern um zu retten. Das ist das entscheidende Anliegen Jesu. Es ist die Frage jetzt, wie wir den Gedanken der Gerechtigkeit ein Stück weiterentwickeln, als er in der klassischen Dogmatik bis heute verteidigt und gelehrt wird. Es gibt ein Buch, das in der protestantischen Bibelausgabe nicht steht oder in der ökumenischen vielleicht jetzt doch, weiß ich nicht, von dem aber Martin Luther jedenfalls gesagt hat, es sei nutziglich zu lesen. Und das ist es in der Tat. Das Büchlein Tobit. Es ist eine Geschichte, die ganz und gar im Pharisäischen angesiedelt ist und nach meiner Lektüre das erste und einzige Buch der Bibel, das psychologisch den Typ des Pharisäers für sich selber in Zweifel stellt oder zumindest begreift, wie gefährdet er ist. Die Geschichte geht von Tobit, einem Mann, der entführt wurde in der Legende nach Assur von den Assyrern. Und dort in der Fremde unter den Heiden, den Assyrern, lebt streng nach mosaischer Ordnung. Ein Anliegen vor allem ist die Beisetzung der Verstorbenen. Juden, die irgendwo auf der Straße liegen gelassen werden, Tobit wird sie beerdigen, rituell, wie es die Pietät vorschreibt.
Und in allen anderen Gesetzen wird er sich richten, streng nach der Ordnung. Die meisten Juden in Assyrien, müssen wir denken, haben längst sich angepasst an die Lebensregeln dort. Man muss sich assimilieren, integrieren. Was erwarten wir von einem Ausländer, der nach Holland oder Deutschland kommt? Als erstes Integration. Wenn er hier leben will, muss er nach unseren Regeln leben. Das war auch damals so. Nun hat man aber in Israel eigene Regeln. Was man essen darf und was man nicht essen darf. Schweinefleisch zum Beispiel. Wie man schlachten darf und wie man nicht schlachten darf. Wie man koscher isst. Lauter Sonderregeln. Wie man sich die Hände wäscht. Welche Tage heilig sind. Welche Kleidung man zu tragen hat. Bis ins Detail. Lauter Ausnahmen. Also ist es für einen ordentlichen Juden schwer, sich zu integrieren in eine vollkommen andere Kultur. Tobit, mit anderen Worten, lebt wie jemand, der ständig gegen den Eiswind angehen will und muss. Und so wird er inwendig immer härter, immer verbitterter. Eines Abends ist es, dass er zum Himmel aufschaut und der Kot von Schwalben fällt ihm in die Augen, sodass er blind wird. Auch das ist ein Bild, müssen wir denken. Was von der Welt Tobi zu sehen bekommt, ist im Grunde nur noch Nacht. Ist der zersetzende Auswurf, der Dreck, den er anschaut und der ihn buchstäblich blind macht. Gutes ist nicht zu sehen. Sein ganzes Lebensgefühl verfinstert sich ins Aussichtslose. Und er wird immer strenger und härter. Seine Frau muss für die Blindheit ihres Mannes aufkommen und tut's mit Handarbeiten. Und sie hat dabei so viel gewirkt, dass sie Geld erstanden hat, sich ein Böckchen kaufen zu können. Das bringt sie nach Hause und Tobi hört das Meckern des Böckchens. Und plötzlich geht er auf seine Frau los. Das Tier muss gestohlen sein, wirft er ihr vor. Und sie muss es zurückbringen. Er, Tobit, ist ein anständiger Mensch. Selbst wenn man Hunger hat, stiehlt man keine Böcke bei anderen. Zurück mit dem Böckchen. Die Frau dementsprechend ist empört. Da sieht man, wohin es mit dir gekommen ist. Nur Bitterkeit, Vorwürfe, Misstrauen, Ärger, Hass, das sind deine Gefühle. Du tust so fromm und in Wirklichkeit ein Monstrum. Mit einem solchen Mann kann man nicht leben. Es gibt keine Liebe. Es gibt nur Gerechtigkeit. In dem Moment will Tobit sterben und spricht, ich bin nicht besser als meine Väter. Wir können das noch ein Stückchen weiter drehen. Fernab in Ekbatana lebt eine Verwandte des Tobit. Sie ist ein junges Mädchen, Sarah, und ist schon 7-mal in die Ehe gegeben worden. Und immer in der Brautnacht ist ein böser Geist, Asmodäus, gekommen und hat den Bräutigam ermordet. Der Sohn des Tobit soll dahin gehen, alte Geldrechnungen einziehen, soll verheiratet werden mit Sarah, aber in der Brautnacht schon geht ihr Vater Raguel mit der Schaufel ums Haus und gräbt schon mal vorsichtig das Grab. Denn auch dieser Bräutigam wird hinweggerafft werden von dem Dämon. Der Engel Raphael verhindert das. Der Kern der Geschichte ist, ein alter Mann, gesetzesstreng, verliert die Liebe. Ein junges Mädchen, treu dem Vater, gesetzesstreng, lernt gar nicht erst die Liebe, aus lauter Angst. Und der böse Geist ist natürlich ihr Vater Raguel selber. Kein Buch der Bibel kenne ich, das die Gefährdung einer einseitigen, willensbefohlenen Frömmigkeit psychologisch so virtuos darstellt, wie das kleine Büchlein Tobit. Und jetzt läuft es auf etwas ganz Entscheidendes hinaus. In der Zeit der Makkabäer haben wir die klassische Trennung. Gute und Böse.
eindeutig voneinander geschieden zwischen Himmel und Hölle in alle Ewigkeit. Gesetzesfromm, gesetzesuntreu. Eindeutig unterscheidbar. Wenig später erleben wir in der Gestalt des Tobit einen Menschen, der an sich irre wird. Treuer zum Gesetz kann man nicht sein. Und vielleicht falscher leben auch nicht. Vielleicht hat man alles richtig gemacht und es ist am Ende trotzdem alles falsch, weil man kein Mitleid mehr hat, keine Menschlichkeit mehr hat, nur noch ein starres Du musst verfolgt hat. Und wer ist man dann selber? Jetzt bin ich bei einer Frage, die uns als Christen oder überhaupt als Suchenden zentral wird bei der ganzen Fragestellung. Alles bis jetzt noch schien von außen her bestimmbar und nach Regel und Ordnung handhabbar. Ich sagte aber in der Einleitung schon, wer ein Mensch an unserer Seite ist, wissen wir gar nicht wirklich. Als was soll er in unserem Gedächtnis weiterleben? Mit dem Bild des Tobit vor Augen könnten wir noch einen Schritt weitergehen und sagen, nicht einmal, wer wir selber sind, wissen wir wirklich zu sagen. Jetzt hier sitzend weiß niemand, was aus ihm werden wird. Nicht nur rein körperlich, wie es weitergeht, auch nicht, wie sein Leben verläuft, wie er in bestimmten Krisen reagieren wird, wie sich seine Persönlichkeit verändert. Haben wir das wirklich in der Hand? Was aus den Kindertagen kann plötzlich noch einmal wiederkommen und uns einholen im Alter? Die Frage, wer wir selber sind, kann eigentlich Tobit nur absolut in die Hände Gottes zurücklegen. Und jetzt möchte ich eine These aufstellen, die eigentlich sich logisch ergibt, aber in der klassischen Dogmatik so nicht vorgesehen ist. Ich behaupte nämlich, dass die ganze Zweiteilung von Himmel und Hölle eine grobe Orientierung gibt. Es gibt Gut und Böse, Lohn und Strafe. Ganz falsch ist das selbstverständlich nicht. Aber es ist nur eine Einladung, dahinter zu schauen, wer Menschen wirklich sind. Und das lässt sich nicht mehr normieren nach einer solch einfachen Schablone. Richtig und falsch. Ordentlich, unordentlich. Wir müssen schauen, was wir für Menschen sind. Wer ist Tobit wirklich? Wer ist Lazarus wirklich? Der reiche Jüngling wirklich? Wer sind wir vor Gott? Da wir das nicht wissen, müssten wir eine Bedingung hinzufügen, die zu jeder Art der Selbsterkenntnis gehört. Ich glaube, dass das beste Modell, uns vorzustellen, was im Tode auf uns wartet, gegeben ist aus dem, was uns am meisten Not tut und Wohl tut, wenn wir es brauchen. Das Modell im 20. Jahrhundert dafür ist zum Beispiel die Psychotherapie. Es ist ein künstliches Modell. Eigentlich sollte sie überflüssig sein durch Beziehungen, die liebevoll genug sind, dass wir wechselseitig auf dem Wege miteinander und zu uns selber uns begleiten. Aber wenn es nicht so ist, wenn wir wie die junge Sarah in Ekbatana unter dem Vaterkomplex gar nicht fähig sind zu lieben, dann bräuchten wir so eine Psychotherapie oder einen Engel Raphael. Gott heilt, ist ja der Name dieses Herzengels. Ich stelle mir vor, dass das, was in der Psychotherapie bruchstückhaft, sehr relativ, weil unter Menschen geschieht, im Absoluten sich erweitert unter den Augen Gottes. Psychotherapie hat eine einzige Regel seit den Tagen Sigmund Freuds. Eine erstaunliche Regel. Es wird nicht verurteilt, nicht zensiert, nicht moralisiert, nicht zurückgewiesen, nicht skandalisiert, ironisiert, manipuliert. Es wird einzig und allein akzeptiert. So gut das unter Menschen irgend möglich ist. Stellen wir uns vor, das alte religiöse Moment der Hoffnung hätte reicht. Wir treten
im Augenblick des Todes unter die Augen Gottes, den wir die ewige Liebe nennen. Wäre es dann nicht gerade so zu denken, Gott würde uns umfangen mit einem absoluten Verstehen, wie man es in der Psychotherapie ansatzweise versucht. Alle Gefühle haben erst einmal ihre Berechtigung. Alles, was geschehen ist, muss man verstehen aus dem Zusammenhang der Biografie. Das, was jemand ist, gerade wenn er Böses tat, ist sicher auch die Folge von viel erlittenem Leid. Und wie all das sich ordnet, langsam, reifend zur Selbsterkenntnis, ist der eigentliche Inhalt. Ich glaube, jeder Mensch hat darauf einen Anspruch, mal dahinter zu kommen, wer er wirklich ist. Aber die Bedingung dafür ist nur eine Liebe, die ewig ist. Und der Weg dahin ließe sich beschreiben mit dem, was wir den Himmel nennen. Wir beginnen uns selber zu verstehen und es hat keine Grenzen mehr. Mit mal beginnen wir unsere Eltern zu verstehen, unsere Geschwister, den Zusammenhang unter den Menschen. Und alle fügen sich in ein Gewebe und Muster, das sie alle umgreift und zusammengehörig sein lässt. Es gibt dann keine Trennung mehr. Ich versprach Ihnen, Pythagoras noch in dem Zusammenhang mit der Musik zu erwähnen. Ein Bild des Himmels ist mir als Kind nie so recht eingeleuchtet, weil ich es zu früh beigebracht bekommen habe. Ich fand es langweilig. Im Himmel sollte endlos gesungen werden. Da sitzen jetzt die Englein und vielen. Schön und gut, wenn das eine Stunde dauert, aber auf Dauer kann das nicht gut gehen, habe ich mir gedacht. Wenn wir es pythagoreisch nehmen, wäre es wirklich ein schönes Bild für den Himmel. Pythagoras nämlich meinte, richtig leben schon auf Erden bedeutet, hörsam, gehorsam zu werden für die Musik, die durch das ganze Weltall geht. Pythagoras meinte, dass diese Lehre von dem Rechteck hier im Dreieck erklärt, warum Harmonie in die Spannseiten einer Leier kommt. Die Tonfolgen werden mit einer einfachen Geometrie und Mathematik zu beschreiben sein. Und ähnlich sei die ganze Natur aufgebaut in solchen mathematisierbaren Gleichmaßen. Eine Weltenharmonie in Form von Musik. Wenn Sie einmal denken, Sie freuen sich an der Gestalt eines anderen Menschen, den Sie beginnen zu begreifen, wie ein Dichter, der fähig wird, ihn zu beschreiben in einem Gedicht oder einem Roman. Mindestens mit Folgen. Oder Sie fangen an, mit ihm und über ihn sich derart zu freuen, dass es in Ihnen erwacht wie ein Lied, das Sie anfangen zu singen, vor lauter Glück. Dann wären Sie ungefähr dicht bei dem, was Pythagoras meinte, als eine richtige Form des Lebens und was wir als Christen meinen mit dem Himmel voller Geigen oder voller Musik. Es wäre eine Harmonie, die keine Grenzen mehr kennt und sogar die Dissonanzen, die Töne in Moll, die scheinbaren Ausnahmen der Harmonie, als Spannungsmomente integriert in einer großen Symphonie, die niemanden mehr ausschließt. Man hat im Christentum bis heute dogmatisch sich geweigert, solchen Theorien zu folgen. Man muss glauben an die Hölle, so immer noch. Und man hat den großen Kirchenlehrer Origenes im 3. Jahrhundert schon eigentlich festgesetzt, aber dann im 5. Jahrhundert endgültig zum Ketzer erklärt, seiner Auffassung wegen, mit einem Gott der Liebe sei eine Hölle unvereinbar. Wenn Gott die Liebe sei, könne niemand ausgeschlossen werden. Man müsste sonst ja denken, Gott scheitere an den Menschen und ihrer Freiheit. Unmöglich, dachte Origenes. Es ist auch nicht möglich, glücklich zu sein im Himmel und darüber Kenntnis zu haben, wie andere ewig leiden sollen. Charles Darwin hat das allen Ernstes gesagt, man kann keine Religion glauben, die mir gebietet, anzunehmen, einer meiner Freude sei in der Hölle und ich käme in den Himmel. Es ist nicht menschlich, ganz einfach. Friedrich Nietzsche hat gesagt, es wird dem Christentum in Ewigkeit nicht vergeben werden.
dass es glaubte, selbst das Sterbelager noch in eine Folterkammer verwandeln zu müssen, mit der Angst vor der Hölle. Es ist dies der Punkt, an dem die ganze Lehre von einem Leben jenseits des Todes in Misskredit gebracht wird. Würden wir aber denken, im Tode wachen wir eigentlich auf und lernen uns anzuschauen mit den Augen der Liebe, die wollte, dass es uns gibt, und nähme uns bei der Hand, uns selber zu verstehen und alle Menschen an unserer Seite. Wüsste ich dafür kein besseres Bild, als es in der orthodoxen Theologie wirklich gemalt wird. Es ist ein Bild, das das zusammenfasst, was wir wollten. Der Mythos erzählt uns, ganz entsprechend griechisch geprägt, Jesus sei am Karfreitag hinabgestiegen in das Reich der Toten. Eigentlich müssten wir jetzt qualifiziert sagen, in die Hölle. Nicht im Neuen Testament, aber in den sogenannten Pilatus-Akten, apokryphe Texte, wird sogar beschrieben, wie das alles geschehen ist. Das Ergebnis konsequent könnte sich so beschreiben, wie es in einer Ikone in Karies auf dem Berge Athos in der griechischen Orthodoxie dargestellt wird. Jesus geht zu auf den Rachen der Unterwelt über einen Weg, der sein eigenes Kreuz darstellt, und nimmt bei der Hand als erstes Adam und Eva, das heißt alle Menschen, weil sie Menschen sind, um sie herauszuholen aus den Zonen der Verzweiflung, des Unglücks, der Vergeblichkeit, der Einsamkeit und zurückzuführen ins Licht. Wenn dies gilt, hätte Origenes recht und wir hätten mit den Mitteln der Psychologie und verbunden mit der Kenntnis vieler Mythen ein Bild, das wirklich trösten könnte angesichts des Todes. Die Liebe bestätigte unsere Zusammengehörigkeit und der Gedanke der Gerechtigkeit wandelte sich nicht, wie verfügen wir nach Lohn und Strafe, sondern wie werden wir der Person eines anderen Menschen wirklich gerecht in ihrer Biografie und in ihrem ganzen Dasein. Zwei Verse noch von dem deutschen Dichter Eichendorff. Trennung ist wohl Tod zu nennen, denn wer weiß, wohin wir gehen. Tod ist nur ein kurzes Trennen auf ein ewig Wiedersehen. Wenn ich dafür ein bisschen habe Sehnsucht und Glauben schaffen können am heutigen Nachmittag, wäre die Hälfte der Veranstaltung schon mal gelungen. Ich danke auf jeden Fall Ihnen für Ihre Bereitschaft, auf Deutsch anderthalb Stunden zuzuhören. Unglaublich. Also, wollen wir anfangen? Soll ich erst die Frage mal vorlesen? Gut. Dann beginnt mit der Gruppe A. Und die Frage lautet, zwei Fragen. Probleme kamen immer wieder zurück in unsere Gruppe. In der Text in Markus 12 von den sieben Männern, Sie kennen den Text, gibt es einen Unterschied zwischen Auferstehung und Aufweckung. Wie wichtig ist das Unterschied? Das ist eine Frage. Warum sollte die Worte Jesu, ich bin der Gott Abraham, ein gutes Argument, der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, ein gutes Argument sein gegen die Verneinung der Auferstehung durch die Sadduzäer? Weshalb? Sie verstehen die Frage? Gut, das war die erste Gruppe. Dann habe ich eine sehr besondere Frage, ganz klar. Hatte Jesus Spaß am Leben? Und die Frage, die da hinten kommt, das ist eine persönliche Frage. Und haben Sie Spaß am Leben? Das, gut. Eine gedurfte Frage. Dann die weitere Frage. Ist die Kluft zwischen Himmel und Hölle überhaupt zu überwinden? Die große Kluft.
ist die zu überwinden, zwischen Himmel und Hölle. Dann eine Frage. Wie viel Wert haben sehr persönliche religiöse Ewigkeitserfahrungen? Menschen haben die, erzählen da auch über. Wie kann man seine Mitmenschen an diese Erfahrungen teilhaben lassen? Wie kommuniziert man das? Ist das überhaupt wünschenswert? Und da gehört auch noch eine Frage dazu, die ist mir sogar in der Pause angereicht. Was halten Sie von der Reinkarnation? Das möchte einer von uns gerne wissen und vielleicht mehr. Dann hat das Vertrauen in ein Leben nach dem Tod Bedeutung für das Leben von heute? Gibt es noch eine Gerechtigkeit für Menschen, die hier auf Erde überhaupt keine Chancen gehabt haben? Denk an die Leute, die jetzt in Asien oder wo immer auf Müllplätzen leben und sich in Leben zu halten versuchen. Und die dritte Frage, sehr interessant auch, existiert das Purgatorium? Das Fragefeuer, und was halten Sie davon? Und ich weiß, dass Sie da etwas von haben. Bitte sehr. Die letzte Frage. Gut. Die letzte Frage. Gibt es für uns eine Zukunft nach dem Tode? Und dann dazu in Lukas 16, Vers 29 steht, Sie haben Moses und die Propheten. Ist das genug, um uns auf die Zukunft zu richten? Vielleicht beginnen wir mit der zweiten Frage. War Jesus ein fröhlicher Mensch oder hatte er Humor? Und was macht man, wenn man sich ihm zum Vorbild nimmt? Ich glaube, dass man Jesus nur verstehen kann aus einer zentralen Freude. Die Gleichnisse, die er über das Himmelreich erzählt, sind die von einem übergroßen Schatz, den man gefunden hat. Eine kostbare Perle, eine wirkliche Entdeckung. Die Bilder, die über ihn berichten, schildern im 9. Kapitel bei Markus den Zustand des Glücks Jesu als Verklärung. Da hört Jesus Moses und Elias mit sich sprechen und Licht umgibt ihn. Das alles sind mythologische Bilder, die aber zeigen, dass Jesus bei der Lektüre der Propheten, Moses und Elia, Gesetz und Propheten, Gott so nahe fühlte, dass für ihn glaubhaft war, das Reich Gottes ist dabei, sich zu verwirklichen. Das ist ein Glück, das sich einfach mitteilen will. Und das ist der Kern, aus dem Jesus lebt. Auch der Gedanke der Vergebung. Die Erzählung dafür ist die Taufe Jesu. All die Schuldgefühle, die Johannes der Täufer noch verbreitet, Buße, Strenge des Gesetzes, das alles hebt sich hinweg, indem Jesus den Himmel offen sieht und eine Stimme sagt ihm, aber du bist doch mein Sohn. Davon redet Jesus eigentlich immer, dass wir wie Kinder sind, die ein Vertrauen zu Gott haben dürfen, absolut. Und dass Gott niemanden verlässt, am wenigsten diejenigen, die ihn am meisten brauchen. Und das sind die sogenannten Sünder, Außenseiter, die Satansbraten, sagt man im Deutschen manchmal, die Höllenkandidaten. Genau um diese kümmert sich nach Jesu Meinung Gott am allermeisten, schon weil sie ihn am meisten nötig haben. Wie sich das praktisch auswirkt, können Sie in den Gleichnissen Jesu mal beobachten. Es gibt im Lukas-Evangelium den Versuch Jesu zu schildern, warum wir alle Vergebung benötigen. Und was Jesus dazu einfällt, ist eine reine Gaunerkomödie. Da ist ein Mann, der hat seinen Chef betrogen um gewaltige Beträge. Die Sache fliegt auf und der Verwalter kann sich denken, was jetzt passieren wird. Man wird ihn auf die Straße setzen.
fristlose Kündigung. Das ist unvermeidbar. Aber wie soll es dann weitergehen? Entweder er sitzt am Straßenrand und bettelt. Das ist beschämend. Oder er macht den Rücken krumm beim Straßenbau. Das kann er überhaupt nicht. Sie müssen sich den Verwalter als wohlbeleibt denken. Im Schatten hält er es aus, aber doch nicht mit gebücktem Kreuz bei Straßenbauarbeiten im Sonnenschein. Das bringt ihn um. Beides, physisch oder moralisch, ist er erledigt. Das sind die Aussichten. Da hat er einen Einfall. Er hat betrogen, das ist außer Frage. Aber wenn er das Prinzip zum System erhebt, sein Herr hat Schuldner, andere, die bei ihm in der Kreide stehen, und er, der Verwalter, hat eine letzte Chance. Er lässt sie alle kommen und reduziert die Schulden. Bezahlen muss das sein Herr, aber der Vorteil für den Verwalter können Sie ahnen. Die Leute werden sagen, er ist ein Halotri, ein Schubjak oder wie immer sie das auf Holländisch nennen. Ein Gauner, ein Erzgauner, das ist wahr. Aber genau betrachtet ist er ein Robin Hood. Als es darauf ankam, hat er mich gerettet. Auf Kosten der Reichen. Sie werden mich als Wohltäter der Armen durchs ganze Dorf tragen. Auf ihren Schultern. Ich werde mit der Dankbarkeit aller, denen ich jetzt helfe, meine Zukunft finanzieren. Das ist ein Kalkül. Als Jesus die Geschichte erzählt, wird man sehr gelacht haben. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Und wenn Jesus jetzt noch sagt, so ist das bei Gott, ist das Possenstück vollkommen. Alle Frommen und Gerechten werden sagen, aber Gott ist gerecht. So kann es nicht sein. Und Jesus wird zwischen den Zeilen sagen, wenn Gott nur gerecht wäre, gäbe es keine Hoffnung für keinen von euch. Die einzige Hoffnung, die euch bleibt, ist Vergebung. Das ist nicht gerecht. Aber es hilft den Menschen, die nicht weiter wissen. Und genau betrachtet hilft es auch euch selber. Es ist der einzige Weg, auf dem euch Hilfe wird. Und wenn ihr jetzt sagt, Gott ist aber böse, über diese Art, durch Vergebung zu betrügen, kann ich euch nur sagen, der Herr freut sich über die Klugheit dieses Verwalters. Damit endet das Gleichnis. Da lobte der Herr den ungerechten Verwalter. Die Ausleger dieser Stelle geben sich die größte Mühe, versuchen, das ungerecht zu übersetzen und kommen damit nicht klar. Der Skandal ist die ganze Botschaft dieses Gleichnisses. Die kann man nicht verharmlosen. Wie wenig das geht, haben Sie selber mal gelernt, als Sie noch Kinder waren. Das ist die ganze Sprache Jesu. Lieber Vater, himmlischer Du, alles musst Du uns vergeben, weil wir sonst nicht leben können. Und drum versprechen wir Dir hiermit, allen alles zu vergeben. Das ist der ganze Jesus an zentraler Stelle. Aber wenn er es erzählt, findet er unser Leben irgendwie komisch und ganz anders, als die feierlichen Herren es haben möchten. Es liegt da drin allerdings auch, wonach Sie nicht gefragt haben, dass auf diese Art Freude zu erleben, sich erkauft mit sehr viel Leid an der Welt, wie sie ist. Je sensibler Sie werden, desto unerträglicher werden Sie vieles in dieser Welt finden. Das gehört zusammen. Dann ist manches Leid die Bedingung für die Freude und die Freude an der Menschlichkeit wird sich immer reiben an der Barbarei der Normalität. Auch das ist Jesus unterwegs nach Gott. Viel einfacher ist das nicht zu machen. Also mit kölnischem Humor alleine ist das nicht zu kriegen. Und ist ja auch zu wenig für ein Menschenleben, 2 Tage lang Karneval und der ganze Rest wieder Aschermittwoch. So geht's nicht. Andere Fragen sind Ihnen. Und ich greife mal jetzt durcheinander auf, um das zu systematisieren. Sie fragen nach der Reinkarnation. Ich glaube, auch sie ist ein Bild für das, was wir angedeutet haben.
Wörtlich, dogmatisch genommen, wird die Reinkarnationslehre ganz große Schwierigkeiten haben. Denn im Hinduismus, unter den verschiedenen philosophischen Systemen in Indien, existiert auch die Auffassung, die mit der Reinkarnationslehre einzig vereinbar ist, dass es eine Seele gibt, ein geistiges Prinzip also, das in verschiedenen körperlichen Existenzformen sich selber weitergeben kann. Die Reinkarnationslehre basiert auf der Überzeugung, eine unsterbliche Seele sei, die in verschiedenen Schicksalen und Lebensphasen sich identisch durchhält. Diese verschiedenen Lebensphasen können reichen vom Leben der Tiere bis zu denen der Geister, unter anderem auch von Menschen. Die ganze Erstreckung des Belebten ist Teil möglicher Reinkarnationsgeschichten. Der Kern ist der Glaube an eine Metaphysik der Unsterblichkeit der Seele. Sonst ist die Reinkarnationslehre sinnlos. Und daran wird es große Schwierigkeiten geben. Wir sind gerade dabei, mithilfe der Neurologie zu zeigen, und ich glaube sehr überzeugend, dass es eine solche metaphysische Substanz nicht gibt. Was wir Geist nennen, was wir Bewusstsein nennen, ist eine Produktion des Gehirns. William James hat das, ein amerikanischer Psychologe, um 1900 schon gesagt, das Bewusstsein ist keine Substanz, sondern ein Prozess. Und das ist eigentlich das Grunddogma der modernen Neurologie. Alles, was wir geistig nennen, wird produziert zwischen unseren beiden Ohren. Und wir können zeigen mit den bildgebenden Verfahren viel genauer heute, was im Körper alles in unserem Gehirn alles passiert, wenn dies und das geistig abläuft. Träume zum Beispiel, Nachdenken zum Beispiel, Ärger zum Beispiel, Angst zum Beispiel, all das lässt sich heute auf dem Bildschirm zeigen. Bei Tieren wie bei Menschen, die Gefühle sind identisch, sogar. Deswegen neigen die meisten Neurologen dazu, die Lehre von der Seele rundum als überflüssig abzulehnen. Man braucht keine Substanz, um Geist zu begründen. Es war auch immer zweifelhaft. Aristoteles noch, Platon vor allem, 5. Jahrhundert vor Christus, 4. Jahrhundert, dachten in etwa so: Heute Abend werden Sie schlafen und Träume haben. Ihr Bewusstsein ist wie verschwunden. Morgen früh bruchstückhaft erinnern Sie sich an ein paar Traumfetzen. Und das heißt doch, dass auch in der Bewusstlosigkeit Ihre Person, Ihr Geist sich durchgehalten haben. Im Traum konnten Sie Zustände annehmen jenseits von Raum und Zeit. Sie flogen plötzlich quer durch die Wolken. Sie begegneten Menschen, die längst tot waren. Also ist doch die Seele imstande, etwas zu erleben jenseits von Raum und Zeit. Und es hält sich durch als etwas in sich Konstantes. Wir können uns erinnern, als wir Kinder waren, da war unser Körper ein ganz anderer, aber unser Geist doch offensichtlich immer noch derselbe. Mit solchen Argumenten dachte man um 500 vor Christus, die Unsterblichkeit der Seele demonstrieren zu können. Ich lasse das jetzt mal sehr verkürzt so stehen. Heute denkt man, dass diese ganze Auffassung in sich schon fragwürdig ist. Sie haben große Angst und plötzlich verändert sich die Persönlichkeit. Es genügt, dass Sie, gerade jetzt im Oktober, ein Weinfest besuchen und dabei zu fleißig sind. Dann wird Ihre Persönlichkeit eigentümliche Zustände annehmen. Sie werden sich kaum noch erinnern, was da war. Und wenn Sie Ihre Nachbarin unsittlich berührt haben, wissen Sie davon nichts mehr, zu Ihrem Glück vielleicht. Alles ist möglich. Sie verhalten sich so, dass sie es gar nicht wollen gewesen sein sogar. In der Psychose, in der Schizophrenie kann sich die Persönlichkeit aufspalten.
sollen wir jetzt denken, in verschiedene Seelen. Wir glauben heute zu wissen, dass wir mit der Substanztheorie nicht weiterkommen. Ich kann sogar noch allgemeiner sagen, die gesamte Naturwissenschaft kann mit dem Begriff der Substanz nichts mehr anfangen. Sie kann nur in prozesshaften, in dynamischen Zuständen die Wirklichkeit beschreiben. Dann können sich Strukturen bilden, zum Beispiel, was wir Leben nennen, ist eine dynamische Struktur. Kurz angedeutet hatte ich das im Vortrag. Sehr dichter Energiedurchfluss, Aufhebung scheinbar des Entropiegesetzes, aber nur für ganz kurze Zeit. Dann bricht die Ordnung wieder zusammen. Es genügt, dass Störungen beim Energiedurchfluss eintreten. Das ist mit dem zunehmenden Alter unvermeidlich. Dann bricht der Tod ein, weil das ganze System kollabiert. In all dem ist keine Substanz nötig. Dieser methodische Ansatz gilt für die gesamte Naturwissenschaft. Allenfalls, dass wir Materieteilchen noch quasi als Stoffreste, als Substanzen chemisch oder atomphysikalisch nehmen, aber selbst die lassen sich transponieren in reine Energie. Die allgemeine Relativitätstheorie. Ich will Sie damit nicht länger behelligen, sondern zusammenfassen, die Theorie der Reinkarnation gerät in eine tiefe Krise angesichts der heutigen Naturwissenschaften. Sie wird sich genauso wie die Lehre im Abendland, im Christentum, in den Jenseitshoffnungen als Symbol erweisen. Und dann scheint mir, dass beides, die Reinkarnationslehre und das Christentum, dasselbe meinen. Was die Hindus sagen wollen, ist, mit dem Tode ist nicht einfach Schluss, sondern es ist der Beginn eines Weiterreifens auf dem Entwicklungsstadium, das wir gerade hatten. Das hört nicht auf, das geht jetzt weiter. Und ich denke, das ist genau das, was wir als Christen, jedenfalls nach meiner Interpretation vorhin, auch sagen wollen. Wenn wir Gott begegnen, hört das Leben nicht auf, sondern es tritt in die Entwicklung ein, die wir Selbsterkenntnis nennen oder Liebe nennen oder Zusammengehörigkeit nennen, eine Erweiterung, die alles zusammenschließt. Die Bilder sind verschieden, aber ineinander übersetzbar, in dem, was gemeint und ausgesagt werden soll. Nun war die Frage, was ist es mit dem Purgatorium, dem Fegefeuer? Sie wissen, dass im protestantischen Raum in den Tagen der Reformation diese Lehre abgeschafft wurde. Aus gutem Grunde, man hat die Lehre vom Fegefeuer, vom Purgatorium, nur dazu benutzt, mit dem Ablasshandel den Petersdom zu bauen. Und das hat mit Recht Martin Luther so erzürnt, dass er das Papsttum in dieser Form für unchristlich erklärte. Wenn der Papst schon den Dom zu St. Peter bauen will, warum, wo er der reichste Crassus ist, nimmt er nicht wenigstens sein Eigengeld statt das der armen Gläubigen? Eine der Thesen von 1517 am 1. November an der Marienkirche in Wittenberg. Ich glaube, dass der Missbrauch einer Lehre die Lehre selber nicht diskreditieren muss. Allerdings wieder muss man den Sinn solcher Anschauungen verstehen. Der Katholizismus ist sonderbar. Und dass ausgerechnet ich ihn erklären soll, hat für mich etwas schon wieder sehr Lustiges. Ich probiere es aber. Es ist die Lehre vom Fegefeuer nicht so übel, wie die Reformatoren meinen mussten. Die eigentliche Vorstellung lautet so: Man kann für die Seelen der Verstorbenen im Fegefeuer, ich muss nochmal anfangen, die Lehre geht, dass es, wenn wir gestorben sind, eine Trennung ist zwischen Seele und Körper. Die beide kommen wieder zusammen, katholischerweise, am jüngsten Tage. Dann sind wir wieder ganze Menschen. Bis dahin sind die Seelen im Fegefeuer, wenn sie wissen können, dass sie nicht in die Hölle müssen.
Aber sie sind auch nicht im Himmel, denn sie haben böse Dinge getan und die müssen nachgebüßt werden. Das hat ein Bauer mal auf die folgende Überlegung gebracht. Seine Frau war gestorben und er hätte eigentlich sollen für sie die Messe lesen lassen. Das tat er aber nicht und der Pfarrer fragte, warum. Und dann sagte der Bauer, es gibt doch nur drei Möglichkeiten. Entweder ist sie im Himmel, dann braucht sie keine Messe. Oder sie ist in der Hölle, dann nutzt die Messe auch nichts mehr. Oder sie ist da, wo ich sie vermute. Und da soll sie noch ein bisschen bleiben. Gut. Die Vorstellung lautet jetzt dogmatisch. Es ist nicht möglich, dass die armen Seelen für sich selber an ihrem Zustand etwas ändern. Es ist wie eine Gefängnissituation, man muss das absitzen, so qualvoll es auch ist. Von sich her ist das nicht zu bessern. Aber wenn es zum Beispiel eine Kaution gäbe, Freigang möglich würde, dann wäre von außen der Zustand zu beeinflussen. Man denkt sich das katholischerweise tatsächlich so, dass wenn hier auf Erden Menschen ersatzweise etwas tun für die armen Seelen im Fegefeuer, Gott das ihnen zugute rechnet und dann werden die Strafen erlassen. Das sollte mit dem Ablass zustande kommen. Und den konnte man kaufen. Es ist so ziemlich anzunehmen, dass um 1200 mit dem Aufkommen der Zünfte, vor allem in Paris, Rechnungssysteme übertragen wurden auf die Vorstellung vom Jenseits. Also man kann kulturgeschichtlich die Entstehung dieser ganzen Lehre aus dem Kaufmännischen ganz gut begründen. Ich lasse das mal beiseite und komme zum Ernst der Dinge. Klassischerweise können Sie einen vollkommenen Ablass, der eine Seele im Fegefeuer erlöst, nur ableisten, wenn Sie gebeichtet haben, Ihre Sünden also vergeben wurden, wenn Sie zur Kommunion gegangen sind bei einer Messfeier und wenn Sie ein bestimmtes Quantum von Gebeten verrichten. 6 Vater Unser, gegrüßet seist du Maria, also Ave Maria, und Kreuzzeichen. Und ein Kirchenbesuch. Das wird zwischen 1. November und 2. November von Allerheiligen auf aller Seelen praktiziert, auch heute noch. Und jetzt können Sie so oft in die Kirche gehen, immer wenn Sie die Gebete sprechen und waren vorher beichten und zur Kommunion gegangen, können Sie eine Seele im Fegefeuer erlösen. So die Theorie. Ich weiß nicht als Kind schon, wie viele Seelen ich da erlöst habe. Ich denke, es wird mir mal gedankt werden, habe ich damals jedenfalls geglaubt. Heute glaube ich, man muss das alles bildhaft sehen. Wer ein vollkommener Mensch ist, das war der Gedanke, nur der, eine wirklich herzensreine Seele, vermag eine andere, arme Seele zu erlösen, aus der Qual, die es bedeutet, mit anzuschauen, was man alles falsch gemacht hat. Ich übersetze das jetzt mal so, dass jeder begreift, was eigentlich gemeint sein könnte und wie weise diese ganze Geschichte ist. Stellen Sie sich eine Mutter vor, die miterlebt wie ihre Tochter, 17 Jahre alt, drogenabhängig geworden ist. Sie ahnt, dass das Unglück in ihrer Ehe die Ursache für die Drogen- und Heroinabhängigkeit der Tochter ist. Dass sie selbst in der Erziehung vieles falsch gemacht hat. Sie gibt sich die Schuld am Unglück ihrer Tochter. Sie möchte, dass die Tochter aufhört mit dem Heroin. Und zugleich versteht sie, dass die Tochter von ihr selber, der Mutter her, nicht mehr zu beeinflussen ist. Vielleicht auf der ganzen Welt ist niemand dieser Person so hilflos gegenüber wie die Mutter ihrer Tochter. Und darunter leidet sie ganz entsetzlich. Wenn Sie das so ungefähr mal als Modell nehmen, was eine arme Seele sein kann, die leidet an dem, was sie falsch gemacht hat. Und kann es nicht wieder gut machen. Verstehen Sie, was für eine Rettung es ist,
wenn die Tochter endlich in die Hände eines Therapeuten käme oder einen jungen Mann kennenlernt, den sie glücklich lieb hat, und das ganze Drogenproblem hört auf. Endlich atmet die Mutter wieder durch. Endlich kann sie selber wieder glücklich sein. Endlich kann sie sich mit ihren Fehlern versöhnen. Und so müssten sie sich denken, dass wir hier auf Erden manches nacharbeiten können, was bei anderen, längst Verstorbenen, überhaupt nicht mehr wieder gut zu machen ist. Und davon hängen eigentlich wir alle ab. Wir brauchen andere, die in die Löcher treten, die wir hinterlassen haben. Das ist der Himmel, anders ist er überhaupt nicht zu bekommen. Und deshalb war meine Meinung, wir sollten die Unterscheidung Himmel und Hölle drangeben, zugunsten der Auffassung eines Reifens miteinander. Ob Sie dann in diesem Sinn den Zustand als Fegefeuer bezeichnen oder als Reinkarnation, ich würde simpel sagen, es ist ein Reifen in Gott, ein Lernen der Liebe, eine wachsende Form, glücklich zu sein, auf immer. Und ein Überreifen all dessen, was falsch war. Auch das muss ich noch dabei sagen, wir sind gewöhnt oft zu verlangen, dass jemand seine Taten bereut, dass er ihnen abschwört, dass er sagt, das war falsch und das will ich nicht mehr tun. Ich habe die größten Zweifel, dass das so geht. Normalerweise werden wir Fehler immer wieder begehen, solange wir nicht verstehen, warum wir so waren und eigentlich immer noch sind. Wir müssen uns begreifen, gerade in dem, was falsch ist. Sonst werden wir damit nicht aufhören. Ich fürchte, das habe ich schon mal erzählt vor einem Jahr, aber gute Geschichten kann man auch zweimal erzählen. Es gab einen jüdischen Rabbi, der Beichte hörte und zu dem von weit her die Leute kamen. Einmal klopfte jemand bei ihm an und die Frau des Rabbi sagt, der Rabbi hört gerade Beichte, Sie müssen warten. Er setzt sich in das Zimmer und hört nebenan, wie laut gelacht wird und er wundert sich. Schließlich kommt der Rabbi und der Mann fragt, was denn da los war. Ja, ich hörte Beichte, sagt der Rabbi, aber es war Joho und Gelächter. Ja, sagt der Rabbi, so ist das. Die Leute kommen her, zerknirscht, voller Reue. Ihnen tut leid, was sie getan haben. Sie schwören, es nie wieder zu tun. Und eben deshalb werden sie es ganz bestimmt wieder tun. Denn sie denken ja immer nur an die Fehler, die sie vermeiden wollen. Du kennst die Geschichte von den zwei Mönchen? Der eine wettete mit dem anderen. Du wirst nie ein Vaterunser andächtig beten können. Doch, sagte ich immer. Nein, sagt der Mönch. Du wirst immer, wenn du ein Vaterunser betest, an einen Feuersalamander denken. Der Mann hatte bei keinem Vaterunser bisher an einen Feuersalamander gedacht. Aber ab sofort, um nicht an den Feuersalamander zu denken, dachte er nur noch bei jedem Vaterunser an den Feuersalamander. Siehst du, so geht das mit den großen Sünden. Um etwas nicht zu tun, denken sie so oft daran, dass sie es ganz bestimmt tun. Aber wenn sie anfangen, sich zu begreifen und finden selber langsam kurios, wie sie das haben machen können, eigentlich sind schwere Sünden für einen echten Juden eine Form der Torheit, der Dummheit. Und man kann anfangen, darüber zu lachen, schlägt sich auf den Schenkel, wie man so blöde sein konnte, dann haben sie es hinter sich. Auch wenn im Protestantismus nicht üblich, solche Beichtväter wünsche ich Ihnen natürlich, die Ihnen helfen, mit Humor das, was falsch war, zu integrieren. Aber der Ernst bleibt, dass Sie oft andere Menschen brauchen, die die Fehler ersatzweise für Sie nachreparieren. Und so hängt jetzt, wenn wir es übertragen, auf das, was im Tode mit uns wirkt, der ganze Rahmen dieser Vorstellungen in sich zusammen. Damit ist auch beantwortet eigentlich die Frage, was aus dem Abgrund zwischen Himmel und Hölle wird. In der Geschichte von Lazarus und dem reichen Prasser
Wissen Sie, und so verstehe ich auch die Frage, ist der Abgrund so groß, dass es überhaupt keine Verbindung gibt? Keinerlei Vermittlung. Das wird in der Tat gelehrt, als Bild, als metaphysisches Bild. Dahinter steht die Aufforderung, sich zu entscheiden zwischen Angst und Vertrauen, Menschlichkeit und Härte, Verstehen und Gerechtigkeit in ihrer Zerrform. Irgendwo ist ein Entweder-Oder. Das ist das eine und das meinen diese Bilder. Ein ganz anderes ist es, wenn wir Menschen verstehen wollen. Ich behaupte mal, dass dieses Schema Gut und Böse der letzte Raum unseres Denkens ist, in dem wir uns gestatten, rein typologisch die Wirklichkeit zu beschreiben. Typologien sind nötig rein deskriptiv. Wir haben eine Skala und wir ordnen nach den Endextremen. Dann ist es sinnvoll zu sagen, es gibt Gut und es gibt Böse. So wie es sinnvoll ist zu sagen, es gibt hell und es gibt dunkel. Und es gibt rund und es gibt eckig. Und es ist kalt und es ist heiß. Und es ist süß und es ist sauer. Sie haben eine Skala und die Endbegriffe helfen ungefähr nach Annäherungswerten sich zurechtzufinden. Nirgendwo sonst, außerhalb der Religion und der Moral, erlauben wir uns noch, das typologische Denken für die Wirklichkeit zu halten. Es ist nichts weiter als eine oberflächliche Einordnung. Es liefert in keiner Weise eine Erklärung. Es gibt einen Anhaltspunkt, ungefähr Übersicht zu schaffen und sich zurechtzufinden. Warum etwas dunkel ist oder hell, sagt uns die Einteilung gar nicht. Dafür haben wir aber die elektromagnetische Physik. Hochkompliziert, Maxwell'sche Gleichungen, alles Mögliche. Natürlich gibt es heiß und kalt, aber wir haben die Physik von Brownschen Molekularbewegungen, um das zu beschreiben. Wir wollen, dass die Phänomene nicht einfach stehen gelassen werden, sondern sich begründen. Und genau das müssten wir anwenden, auch auf die Typologie von Gut und Böse. Woher kommt es denn? Was geht den Menschen vor sich, wenn sie sich so oder anders verhalten? Das muss man verstehen. Hinter der Moral brauchen wir eine Anthropologie des Verstehens, sonst ist niemandem gedient. So wenig wie dass es nützt, krank und gesund zu unterscheiden. Das ist auf der Ebene der Symptomatik wichtig. Aber für den Arzt beginnt mit der Diagnosestellung ja überhaupt die Arbeit erst. Was ist die Ursache der Krankheit? Und wie geht man sie an? Sonst verurteilt man sich nur zur Symptombekämpfung. Dann wird man einem Lungenkranken sagen, also es tut mir leid, so bleich hat man nicht auszusehen. So hohes Fieber ist nicht gesund für den Menschen. Und immer im Bett zu liegen, sie sollten sich bewegen und auch ihr Appetitmangel, es ist alles ungesund. Das ist richtig, aber so wird kein Mensch geheilt. Sie müssten schon mal wissen, woher die Lungenentzündung kommt und was man dagegen tun kann. Heute weiß man das. Genauso ist das mit Gut und Böse. Wir müssten uns fragen, was dahinter steht und wie wir hilfreich intervenieren können. Dann ist es unvermeidbar, in die Hölle zu gehen, wie Jesus das tat, und die Menschen bei der Hand zu nehmen, um sie da rauszuführen. Dann muss der Abgrund zwischen Himmel und Hölle dynamisch überwunden werden. Es gibt ein Bild, in dem das sehr schön mal gestaltet wird. Sie fahren vielleicht nach Burgund und besichtigen die Kathedralen von Autun und Vézelay. Sehr empfehlenswert sind dabei die sogenannten Kapitelle. Das sind Skulpturen in den Säulenendungen, die dann das Deckgebirge halten. Es gibt in Autun eine Darstellung, von denen die Kunsthistoriker nicht ganz sicher sind, aber diese Deutung vertreten. Man sieht einen Mann, der gierig mit offenem Mund und stechenden Augen einen Geldsack umklammert.
und um ihn herum zwei Hände, die ihn würgen. Das war auf manchen Bildern in den Tagen der Existenzphilosophie eine Beschreibung der menschlichen Existenz im Übrigen. Aber die Kunsthistoriker sagen, das ist Judas. Judas in der Hölle. Geldgierig hat er seinen Herrn verraten. Dann gibt es ein anderes Bild, da sieht man einen Mann, der einen anderen auf dem Rücken trägt. Und wieder sagen die Historiker, das ist Jesus. Und er trägt als allerersten aus der Hölle seinen Freund Judas, dessen Auge jetzt geschlossen ist, wie wenn er ruht in einem Frieden, der ihm neu geschenkt wird. Dann müssten wir sogar denken, dass Judas seinen Herrn mit einem Kuss verriet. War vielleicht gar kein Verrat im bösen Sinne, sondern er wollte sagen, vielleicht, das, was ich jetzt tue, glaub mir, tue ich als dein Freund. Ich möchte, dass du mit Kaiphas endlich und verbindlich redest. Du weichst ihm aus, weil du denkst, man kann nicht mit ihm reden. Er verurteilt dich, weil er dir nie zugehört hat. Ihr müsst miteinander reden und da ihr das nicht wollt, sorge ich jetzt dafür. Ich lasse dich festnehmen und dann wird endlich verbindlich verhandelt. Ich glaube sogar, dass Judas, wenn es so gewesen wäre, sein eigenes Problem hätte lösen wollen. Wie kann man als treuer Jude entsprechend dem Gesetz die Botschaft Jesu, die richtig sein muss, damit in Verbindung bringen? Wie kann man Feuer und Wasser zusammenkriegen? Die Bilder von Autun scheinen zu sagen, dass Jesus als allererstes, als er die Hölle betrat zwischen Karfreitag und Ostern, seinen Freund genommen und ihn ausgeführt hat in Vergebung. Und wenn das so ist, gibt es keine Hölle. Gut, das sind Bilder, das ist Kunstgeschichte. Aber die Aufgabe, die dahinter steht, lässt sich noch beschreiben. Im fünften Kreis der Hölle schildert Dante Alighieri das Inferno. Unter anderem als ein Zustand, in dem die Verdammten bis zu den Hüften in einem Sumpf stehen, der vereist, weil über sie hinweg der kalte Windhauch einer endlos klappernden Mühle geht. Auf den Gesichtern der Verdammten sind die Tränen zu gläsernen Masken geronnen, aus Eis. Dies der Zustand einer Hölle, die kalt ist. Und nun müssten Sie sich die Erlösung solcher Menschen vorstellen, mit bloßen Händen die Masken aus Eis auf den Gesichtern gefrorener Tränen abzutauen, bis Leben wieder möglich wird. Dass es genauso ist, können Sie am Anfang der Bergpredigt nehmen, als Jesus sagt, ich nenne die Menschen glücklich in dieser Welt, die noch die Fähigkeit sich bewahrt haben, weinen zu können. Sechstes Kapitel bei Lukas heißt das wörtlich so, glücklich sind die Weinenden. Ich übersetze das nur ein bisschen frei. Und was ist mit all denen, die aus Leid an der Welt versteinern, vereisen? Und wie leben die dann? Und wie führt man sie zurück? Der Abgrund zwischen Himmel und Hölle ist gewaltig groß, aber es wäre unsere Aufgabe, diese Brücken zu finden und zu begehen. Die Ikone aus dem Beichathos, aus Karies, nennt das Kreuz Jesu selber als den Weg. Und das finde ich wunderbar als Symbol dafür. Nun haben Sie weitere Fragen zu Himmel und Hölle im Konkreten. 12. Kapitel im Markus-Evangelium fragen die Sadduzäer Jesus nach der Auferstehung. Eines vorweg, Auferwecken und Auferstehen sind lediglich zwei verschiedene Bilder für dieselbe Sache im Grunde. Ich glaube nicht, dass man theologisch da viel hineingeheimnisst. Auferstehung ist ganz und gar wörtlich aus dem Ägyptischen und geht letztlich zurück auf die Aufrichtung der Mumie
die wird hingestellt im Ritual der Mundöffnung. Der Priester nimmt einen Deckel, das ist ein Meteoriteneisen, und öffnet damit den Mund der Statue, der Mumie. Das ist aufrichten. Und darum heißt ägyptisch das Wort für Grab Stätte des Aufrichtens, M-Achat. Und so kommt das Wort Aufstehen, auf Erstehen in die Ostersprache auch der Evangelien. Auferwecken ist im Grunde deutlicher noch auf Gott bezogen. Es ist ein Anregen von außen. Aber da ist die Vorstellung, dass der Bruder des Todes der Schlaf ist. Und dass der Verstorbene im Grunde nur so lange schläft, als Gott seine Hände auf ihn legt und ihn auferweckt. Das wäre am jüngsten Tage klassischerweise, aber die Osterereignisse ziehen den jüngsten Tag in unser Leben hinein. Die Auferstehung beginnt jetzt. Das sind religionshistorisch verschiedene Vorstellungsgruppen, die aber sachlich keine großen Unterschiede ergeben. Viel wichtiger ist der Unterschied im Judentum selber zwischen sogenannten Sadduzäern und Pharisäern. Ich sagte im Vortrag, dass die Pharisäer um 165 aus der Makkabäerbewegung entstanden sind. Das war eine militarisierte Widerstandsbewegung gegen das syrische Kolonialsystem, das siegreich im Übrigen war, bis dann die Römer kamen und besetzten das Gebiet des sogenannten gelobten Landes, machten aus Syrien eine große Provinz. Pompeius sorgte dafür und andere. Die Pharisäer hatten sehr früh schon Gründe, die Bewegung, die aus den Makkabäern hervorging, abzulehnen. Es kam also innerhalb der radikalen, gesetzestreuen Juden zu einer Spaltung. Die Makkabäer waren siegreich, hatten ein eigenes Königtum eingerichtet, das sogenannte Hasmonäische Königtum. Und die Pharisäergruppe klagte diese Gruppe, die Hasmonäer, an des Üblichen, der Korruption, der Macht, des Verrates an der Ordnung des Gesetzes. Das änderte sich, es gab auch Herrscher, die selber den Pharisäern nahestanden und deren Ordnung übernahmen. Aber im Grunde waren die Pharisäer nicht politisch ausgerichtet, sondern endzeitlich gesonnen. Sie wollten durch Treue, durch Frömmigkeit warten, dass Gott nun endlich, irgendwann muss es kommen, sein Reich auf Erden eröffnet. Auch das hat dann mit der Botschaft Jesu eine ganz enge Verwandtschaft, wie Sie merken. Die Sadduzäer anders, wenn Sie so wollen, sind das Realpolitiker. Sie glauben an das Gesetz des Moses. Und das hat eine eigentümliche Dialektik. Alles, was im Gesetz steht, wird genau beachtet, aber nur das, was im Gesetz steht. Das bedeutet, dass im Grunde ein Minimalprogramm von 612 Gesetzen besteht bei den Sadduzäern. Was aufgeschrieben ist, ist Gesetz. Alles andere unmaßgeblich. Die Pharisäer haben längst begriffen, dass man so nicht machen kann. Gesetze muss man auslegen. Man muss die Alltagsfragen damit beantworten. Und die Tradition der Auslegung schafft schon wieder neue Gesetze. Bei den Pharisäern haben sie über 2000 Zusatzkommentargesetze, um Moses richtig auf den Alltag anzuwenden. Für die Sadduzäer alles Unfug. Sie leben viel leichter als die Pharisäer. Ein reines Reduktionsprogramm. Nun steht, wie ich im einleitenden Teil des Vortrags sagte, auch über ein Leben nach dem Tode bei Moses kein einziges Wort. Die Lehre kommt sehr spät erst, eigentlich gar nicht in die Bibel. 12. Buch des Propheten Daniel, da steht zum ersten Mal in der apokalyptischen Literatur so etwas, das zurückgeht auf endzeitliche Erwartungen. Ich habe im Vortrag den gesamten Teil der Apokalyptik sträflich aus Zeitgründen weggelassen. Er ist aber sehr wichtig. Man glaubt an das Ende der Welt und braucht eine Hoffnung über die totale Zerstörung des Kosmos. Und das wird dann auch eine Antwort auf die einzig sichere Form des Weltuntergangs, unser persönlicher Tod. Aus der Apokalyptik nähern sich eine ganze Reihe
entsprechende Antworten zur Hoffnung. Für die Sadduzäer samt und sonders kein Thema. Man arrangiert sich politisch, man ist vernünftig, man geht alle möglichen Kompromisse ein und in den Tagen Jesu haben sie die Sadduzäer vor allem in den Kreisen der hohen Priester. Das heißt, der Priesteradel, die Oberschicht in Israel, ist sadduzäisch. Eine Art Hochfinanz im Tempel. Dagegen richten sich die Pharisäer, dagegen richtet sich auch der Zorn Jesu bei der Tempelreinigung. Jesus ist in dem Sinn mit den Pharisäern einer Meinung. Lediglich, was die Art, wie man das Gesetz auslegt, ergeben sich eine riesige Form von Spannungen. So also jetzt im 12. Kapitel bei Markus. Die Sadduzäer glauben nicht an etwas, das nicht im Gesetz des Mose steht. Also braucht man auch nicht zu glauben, wie die Pharisäer, es gäbe ein Leben nach dem Tode. Und jetzt lässt sich, meinen die Sadduzäer, mit dem Gesetz des Moses beweisen, dass die Pharisäer Unrecht haben. Im Gesetz des Moses nämlich steht, wenn einer Frau der Mann stirbt, ohne Kinder, dann hat der Bruder des Verstorbenen die Pflicht, sie zu heiraten und mit ihr Kinder zu zeugen. Der Zweck der Heirat ist die Vermehrung der Gene, vor allem der männlichen. So ist die Vorstellung. Und jetzt denken wir mal, da war ein Mann, der starb. Und die Frau heiratete den Bruder und auch der starb. Und der Mann hatte 7 Brüder und die alle heirateten. Jetzt haben wir das Unglaubliche. Wenn die Pharisäer recht haben, haben wir im Jenseits eine Frau mit 7 Männern. Dass es einen Mann mit 7 Frauen gibt, das wäre tolerabel. Aber eine Frau mit 7 Männern, das ist der Wahnsinn. Das kann nicht sein. Wenn irgendetwas gegen Moses ist, dann ist es das. Viel Weiberei ist möglich, aber viel Männerei, Androgynie, das geht gar nicht. Und so wird es bewiesen. Man macht sich lustig, indem man das Gesetz gegen die Weiterentwicklung des Lebens setzt. Und so spricht Jesus jetzt. Gott ist doch kein Gott der Toten. Das ist eine Art zu denken, die in der klassischen Bibelauslegung heute methodisch nicht unterzubringen ist. Gott ist doch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der Gott der Väter. Aber die alle waren doch lebendig, als Gott mit ihnen sprach. Gott ist kein Gott der Toten also, sondern der Lebenden. Abraham, Isaak und Jakob sind schon lange tot. Für die Sadduzäer ist daraus gar kein Beweis zu machen. Was aber Jesus sagen will, man kann mit Gott nicht in diesem äußerlichen Sinn umgehen. Gott beantwortet die Fragen, wie wir leben, wie wir richtig leben, welche Hoffnungen wir haben. Und deshalb darf man Gott nicht reduzieren auf den Wortlaut von Gesetzen. Schon das macht den Menschen kaputt. Wenn ihr das an den Pharisäern kritisieren würdet, dann wärt ihr ganz meiner Meinung. Das Gesetz allein hilft nicht zum Leben. Und auch das Gesetz muss man auslegen, so dass das Leben da hineinkommt. Dafür steht Gott. Und so interpretiert Jesus jetzt. Und dann gibt es bei Gott keinen Tod. Das will er sagen. Es ist übrigens manchmal in den Psalmenübersetzungen und auch in den Gebeten merkwürdig. Es wird nämlich übersetzt, was mich als Kind schon gewundert hat, der lebendige Gott. Steht da wirklich in den Gebetbüchern in Deutschland, ich fürchte auch in Holland. Als Kind habe ich mich gefragt, was denn das soll, es gibt doch keinen toten Gott. Wieso muss man sagen, der lebendige Gott, ich beschwöre dich beim lebendigen Gott. Das steht im Griechischen da, ist aber sicher falsch übersetzt. Man darf nicht sagen beim lebendigen Gott, sondern beim Gott des Lebens. Auf Hebräisch El Chaim. So macht das Sinn. Ich beschwöre dich bei Gott, der das Leben ist. Und das will Jesus hier auch sagen. Der das Leben schafft. Dann fragen Sie als letztes, hat denn die Vorstellung, wie wir glauben,
Ob wir an ein Leben nach dem Tode glauben, in welchem Sinne wir das tun, eine Auswirkung für unser Leben hier auf Erden. Ich glaube absolut und unbedingt, und es ist die beste Zusammenfassung von allem, wonach Sie gefragt haben. Beginnen wir nochmal bei der Zeit der Makkabäer. Die entdecken gerade, dass man richtig vor Gott, so wie sie das verstehen, nur glauben kann, wenn es eine Perspektive über den Tod hinaus gibt. Sonst wäre es völlig egal. Warum sollte man kein Schweinefleisch essen? Ich frage Sie. Man lebt dabei in Ruhe 30 Jahre länger. Und soll das jetzt so verkehrt sein? Wenn man für solche Dinge den Tod in Kauf nimmt, muss es eine Perspektive geben, die das endliche Leben hier relativiert. Und noch viel mehr. Es kann ja sein, dass es in 100 Jahren kluge Schriftgelehrte gibt, die sagen würden, also mit dem Schweinefleisch, das kriegen wir auch anders hin. Das war bei Moses mal und das hatte Gründe. Heute sind wir liberal und interpretieren das neu. Die sind dafür gestorben, aber das war, weil sie noch nicht so aufgeklärt waren, wie wir gerade jetzt werden. Im Grunde war es umsonst. Soll wirklich das, was wir sind, von Gott abhängen, von der Meinung der Gesellschaft, der Mitwelt oder der Nachwelt? Ich deutete schon an, dass selbst die Größe von Achill bei Homer 300 Jahre später vollkommen ins Gegenteil gedreht werden kann durch den Tragödiendichter Euripides. Wer sind wir Menschen in der Geschichte? Als die alte DDR zusammenbrach 1989 in den neuen Bundesländern, traf ich einen Lehrer, der resigniert sagte, die Geschichte ist eine Hure, und wollte sagen, die lügen immer entsprechend den Interessen der Sieger. Jetzt war alles falsch in der DDR und das amerikanische System ist das Richtige. Es ist stärker, das sehe ich auch. Ob es besser ist, wird man sehen. Immer wird man sehen. Aber entscheidend ist, dass man heute weiß. Und dann ist die Frage noch nicht einmal, ob das, was wir tun, objektiv und in späterer Sicht richtig oder falsch ist, sondern ob wir mit uns identisch sind in dem, was wir tun. Einzig Gott ist dann derjenige, der den Maßstab bietet, uns zu bewerten. Auf dieses Vertrauen kommt alles an. Um sich ganz zu riskieren, brauchen Sie unbedingt dieses Vertrauen, dass Ihr eigenes Leben, Ihre Person ganz und gar bei Gott steht. Die extreme Form davon finden Sie in dem Moment, als Jesus stirbt. Im Lukasevangelium, im 23. Kapitel, wird geschildert, abweichend von den anderen drei Evangelien, dass Jesus im Moment des Todes den Psalm 31 gebetet hätte. Nicht, mein Herr, warum hast du mich verlassen, sondern Vater, steht nicht im Psalm, aber lässt Lukas Jesus sagen, lieber Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist, gebe ich mich selber, ganz und gar. Ich setze jetzt mal historisch als Vorstellung, dass Jesus angeklagt und hingerichtet wird wegen Gotteslästerung, wegen Gesetzesübertretung, wegen Magie mit dem Satan im Bunde, wegen Gesetzesübertretung in aller Art, wegen Lügenprophetie, mit anderen Worten, endloser Verstöße gegen das mosaische Gesetz. Er wird hingerichtet im Namen Gottes. Mit Berufung auf das Bibelwort. Verflucht ist, was am Holze hängt. Das sagen die hohen Priester. Das wird übergeben an die Römer, die nur ihre Macht verwalten und ihre Ruhe haben wollen. Die Soldaten tun, was ihre Pflicht ist, nach Gehorsam. Wen sie umbringen, ist egal, sie machen es routiniert. Der Pöbel steht da und er freut sich, mal wieder auf der richtigen und sicheren Seite zu stehen. Wie hält ein Mensch diese Situation aus? Ohne Zweifel wollte Jesus Gott uns nahe bringen.
und das Herz auftun für eine Liebe, die wir eigentlich nur bei Gott in der Form lernen können. Behauptet wird, das sei alles falsch. Ein einziger Betrug. Das sagen die Zeitgenossen, auf die es ankommt. Das soll sagen sogar die Nachwelt. Was gilt? Ich denke, was Lukas beschreibt, ist, dass Jesus die Bedeutung seines ganzen Lebens wie ein Gebet an Gott zurückgibt. Du weißt, was ich wollte. Du hast auch gesehen, dass es Menschen von der Angst heilen konnte, um sie gesund zu machen. Menschen, die Seelen verwirrt waren, zurückgab zu ihrer eigenen Persönlichkeit. Du hast gesehen, wie ich versucht habe, Vergebung hineinzutragen in die Höhlen der Verzweiflung. Und bei dir steht, ob es so war und dass es so richtig war. Einzig nur bei dir. Wir könnten denken, sogar es sei Jesus irre geworden an seiner eigenen Botschaft. Dann bleibt noch das Vertrauen, dass es bei Gott aufgehoben ist und richtig ist. Nur in diesem Vertrauen, behaupte ich, werden sie nach Golgatha gehen oder nach Gethsemane. Ich sagte vorhin, Jesus war sehr glücklich auf dem Berge Tabor bei der Vision von Moses und Elias. Das ist Glück, zu wissen, was sie tun sollen. Aber dann ist der Weg gar nicht so weit unter Umständen bis zu dem anderen Berg, wo sie für all das Glück, das sie ahnen, in die Mangel genommen werden. Sie können das leicht probieren, sie müssen nur für den Frieden sein, also Pazifist werden, oder nur für den Tierschutz sein, also Vegetarier werden, oder nur mal für Gerechtigkeit sein und gegen den Kapitalismus antreten. Sie haben sofort ein spannendes Leben. Je mehr man sie ernst nimmt, desto gefährlicher wird das. Solange sie einfach reden, ist das harmlos, aber wenn sie den Mächtigen auffällig werden, arg. Gegen die Bundeswehr darf man nicht reden, die ist ein Verfassungsorgan. So einfach kann das sein. Schon werden sie kontrolliert natürlich vom Geheimdienst, dem BND, und der meldet das der NSA, wie heute in der Zeitung steht. Dann wissen es die Amerikaner, oh Gott, wenn sie jetzt einreisen wollen nach New York City, dürfen sie das noch? Lauter spannende Dinge. Ich will nur andeuten, dass Sie eine Perspektive brauchen, weit über das irdische Leben hinaus, um diese paar Jahrzehnte richtig zu bestehen. Ein gutes Bild, weil wir auf 4:30 zusteuern, ist ein historisches. Wenn Sie sagen, das mit Jesus habe ich jetzt so oft gehört. Ich rede oft mit Leuten, die die Bibel nicht mehr haben können, weil sie zu verhunzt wurde. Hölle und Aberglaube und Mystik und nicht mehr. Machen wir es mit Sokrates. Eine historische Geschichte. 399 vor Christus wird der Philosoph in Athen angeklagt wegen, ganz ähnlich, Gotteslästerung und Verführung der Kinder, der Jugendlichen. Beides ist erkennbar Unfug, aber das Todesurteil steht da drauf. Wirklich wird Sokrates hingerichtet, seiner Meinung wegen, man dürfe Böses nicht beantworten mit Bösem, sondern Gutem. Damit ist das ganze athenische Strafrecht aufgehoben. Gegen Böses, Böses, das ist das Normale, das ist Gerechtigkeit. Mahatma Gandhi konnte sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn bedeutet, dass am Ende keiner mehr was sehen kann. Und keiner mehr was essen kann. Alle hauen sich die Zähne ein und schlagen sich die Augen aus. Wem nutzt das, dass man zu dem Leid, das es schon gibt, noch weiteres hinzufügt? Sokrates meinte, man muss gegen das Böse, weil es böse ist, das Gute setzen, um es auszugleichen. Man darf sich davon nicht irritieren lassen. Dieser Tage las ich bei Plutarch etwas sehr Schönes. Als Achillochos von einem Mann mit einem Eimer Wasser oder einem Eimer Jauche, kann es gewesen sein, übergossen wurde, sagten seine Freunde, du musst Rache nehmen. Jetzt zeige ihn.
Aber Achillochos sagte, der Eimer Wasser oder der Eimer Jauche wurde nicht über mich ausgegossen, sondern über denjenigen, für den der andere mich hielt. Soll heißen, er ist nur böse gewesen auf mich, weil er mich noch gar nicht richtig kannte. Und das zeige ich ihm jetzt. Ich räche mich überhaupt nicht. Ich bleibe, was ich bin und lasse mich nicht irritieren. So ähnlich lebte Sokrates. Als er wusste, dass man ihn zum Tode durch Gift verurteilt, sind seine letzten Worte bei Platon: Ihr geht nun ins Leben, ich in den Tod. Aber wer von uns beiden den besseren Teil erwählt hat, das weiß nur der Gott. Im Gefängnis sitzt Sokrates an einer Stelle, die die Archäologen ausgegraben haben, am Fuße der Akropolis, und redet mit seinen Jüngern über die Unsterblichkeit der Seele und weiß zugleich, dass die Metaphysik Grenzen hat. Und dann erzählt er, was er als Bild wirklich glaubt. Schon wirkt das Gift und arbeitet sich an den Herzstillstand heran. Der Körper wird von unten her kalt. Und Sokrates sagt zu seinem Schüler Kebes: Wir schulden dem Asklepios noch einen Hahn. Entrichte ihn dem und vergiss es ja nicht. Es hätte, meint ein Altphilologe Karl Kerenny, Sokrates auch sagen können: Jetzt, wo sich die Augen meines Körpers umdüstern in der Nähe des Todes, sehen die Augen meiner Seele ein Licht aufgehen, das nie mehr vergeht. Dafür der Hahnenschrei eines neuen Morgens, eines Erwecktwerdens. Und jetzt, meint Sokrates, tritt er seinen wahren Richtern gegenüber. Lauter mythische, kretische Namen haben die: Minos, Radamantys und wie sie heißen, Ajakos und Triptolemos, die wirklich Sachverständigen, nicht diese Dummköpfe in Athen. Irgendwo gibt es eine Instanz, die einem Menschen zeigt, wer er wirklich ist. Sogar ihm, dem Sokrates, dabei hilft zu verstehen. Und er wird all die Vernünftigen wiedersehen, die er nur aus den Büchern bisher kannte. Anaxagoras, den hat man auch verurteilt, weil er die Sonne nicht für einen Gott hielt, sondern für einen Feuerstein. Ist nicht richtig gewesen, aber immerhin schon richtiger als der Mythos. Wollte Sokrates mehr von wissen? Thales von Milet und all diese, die nur in der Bibliothek gegenwärtig waren. Jetzt kann man endlich mit vernünftigen Menschen reden. Und vor allem, Sokrates meint, glücklich zu werden vermag man nur, wenn man lernt zu vergeben. Und das Allerschönste wäre, ja, die Bedingung dafür, glücklich zu sein, dass einem die anderen vergeben, was man ihnen zugefügt hat. Darauf hat man am wenigsten Einfluss. Und dann sind wir wieder mitten im Fegefeuer. Wann formt sich der Abgrund nicht zwischen Himmel und Hölle, aber des Leids zwischen den Menschen, zwischen Tätern und Opfern, so versöhnend, dass eine Einheit wechselseitiger Vergebung endet in einem Glück, das nie mehr aufhört? Mit dem Wunsch möchte ich es eigentlich beschließen. Dankeschön.